Ich habe auch eine Uhr. Aber ich glaube, für mich gibt es keine. Du armer Mann. Ohne Uhr leben. Bin ich auch. Da ist doch eine an. Ja, eine. Drei doch. Wie viel Schwanzverlängerung willst du nun noch? Ich will eine Kette. Eine Kette will ich auch. Gibt's hier aber nicht. Hier gibt's nur A-Reifen und Uhren. Ketten gibt's drüben im Kleiderladen. Vielleicht habe ich einen Armreif. Aber ich glaube ja nicht. Habe ich nicht. Ja, scheiße. Ja, aber verdull Nummer. Oh, Dori. Sub. Oh, schick. Was denn? Oh. Was siehst du schon wieder? Mann, Ich habe zieh dir diese gerade Ringe an. einen Handreifen gekauft. Oh, hätte ich mal einen Mann, der mir so einen schönen Ring holt. Oh, Ja, wir haben Ehringe, wo sind die? oh, ist das schön. Ja, passt mir nicht mehr am Finger. Hat den voll blau gemacht, Warum sollte ich ey. den neuen Ring Drückender kaufen? Blutweg. Ja, guck dir diese Ringe an. Oh, wie Guck schön. mal, Haschisch. Der Haschisch gefällt ihm nicht. Gefällt nicht, mir schon. Der Shish muss den auch nicht tragen. Aber ich kann nicht noch. Ich kann. Ich, wir können keinen Ring kaufen. Oh, wir können keinen Ring Du kaufen. willst ein Ja, neues Auto, super. willst einen Mini Cooper, Großartig. einen Zweitwagen? Wirklich Wo soll ich die super. ganze Ich will Kohle einen herbekommen? Ring haben und du willst mir den nicht kaufen, oder wie? Ja, genau. Da brauchst du gar Sicher nicht mit Bacon reden. so. Oh, mh. Wo soll ich die ganze Komm, Kohle Mädchen, wir anschleppen? gehen. Ja, ich hätte auch gerne den Ring gehabt. Ja, was will ich denn? Und Mein jetzt Gott, auch noch ey. den Unterhalt für deinen blöden Papagei. Ach komm, aber ein Frosch ist voll okay, Der Frosch hat oder nichts gekostet. was? Das ist auch Ja. Super, so. Twinkie. Wir sitzen hinten. Ja, dann Genau. Was hat er gesagt? Ja, geht dich gar nichts an. Das ist unser Wenn du über Geheimnis. mich redest, dann rupfe ich das Federvieh. Und Ganz dann werde ich es bestimmt grillen. nicht. Ich glaube, bei dir hakt Ich es. glaube, bei euch hat's. Jetzt Ja. habe ich zwei, die es gegen mich verbünden. Sehe ich auch so. Hey, was hat er Oh. gesagt? Geht dich gar nichts an. Krieg mich wohl was an. Oh, ey, fahr einfach, Dicken, komm. Nenn mich nicht Mach Dicken. nicht so. Dicke. Du Ich untergräbst glaube, bei meine dir hakt es. Autorität. Ich bin hier der Mann. Ah, du bist der Mann. Oh. Ja, bin ich auch. Das stimmt. Halt die Klappe, der kann, verstehst gar nicht, was der redet. Jawohl. Tust du nicht. Nein. Ach ja? Du verstehst uns nicht. Jawohl. Ganz Ich ruhig, hab dir gerade Bacon. neuen Sinn Sonnenbrille gekauft. Bacon, beruhig dich! Bacon! Bacon, lass ihn Bacon! Bacon, lass ihn Halt los! den Lass Hogen Bacon Vogel von mir weg! fern! Mein Gott, du bist Federvieh! Er wollte Haschisch töten. Ja. Und? Ja, nix na, und das ist mein Lieblingsfrosch. Oh, aber Bacon ist egal, oder wie? Das ist Vogelrassismus. Das ist kein Vogelrassismus. Und ob? Wohin sollen wir? Ja, ich muss noch arbeiten, ne, bevor der Chef meckert. Ich war gestern arbeiten. Ja, aber ich nicht. Und dann sagt Und heute Abend gehen wir arbeiten. Beim Herrn Juri vom Elbenwald. Twinkie. Und dann sagt der Chef wieder, aber Twinkie. Und ich sag Chef. Und dann wird sich Bacon einmischen. Warum sollte der Vogel sich einmischen? Keine Ahnung. Ich bin sein Territorium. Da darf keiner eingreifen. Ja, genau.
Only, it's only thing. Why you have to be mad? Fällt doch kein Schwanz aus. Was? Ja. Übrigens kannst du auch gleich mal zur Bank fahren. Warum? Ja, damit du mir deine Kohle gibst. Aber ich gebe dir nicht alles. Du willst mir, du kannst, keine Ahnung, $1,000 behalten. Das ist eine Tankfüllung. Wir werden das erhöhen, wenn du dich gut benimmst. Ich habe dem Bischof gestern schon gesagt, kein Glücksspiel mehr. Ja, das ist auch richtig so. Trotzdem verwalte ich hier jetzt das Geld. Dann müssen wir zur Staatsbank. Aber hurtig. Heute Abend arbeiten wir, ne? Echt? Ja. Was meinst du mit dir? Ja, du auch. Ja, wie? Ja, du wirst dich nicht mit deinem fetten Arsch dahin chillen und tanzen. Genau, ich hab keinen fetten Arsch. Du willst okay. Schön mitmachen. Ja, ja. Binado. Was ist mit dir, Alter? Na komm. Ich behalte $2,000. 1000. 2. 1000. Ruhe im Gebüsch. Und dein Vogel soll auch die Klappe halten. Oh komm, Alter. Ach komm selber. So ein Scheißverhalten dir gegenüber. Ja, sag ich doch. Ruhig dich. Soll ich dir jetzt auch eine Tür aufmachen? Komm selber. Du warst mal so ein braves Mädchen in Arizona. Oh. Wir haben uns verändert. Ich hab mich verändert, weil du dich verändert hast. Ich hab mich verändert, weil die Stadt dich verändert hat. Du bist angefangen. Du hast angefangen. Ach, halt die Klappe, dummer Vogel. Hey! Ich guck, ne? Was guckst du? Geh weg! Nee. Man darf ja nur ein bisschen Privatsphäre haben. Nee. Warum? Nee. Fick dich. Ich habe $78,990. Ja, sehe. Ja, guck doch auf dem Bildschirm. Ja, ich guck doch. Ja. Ich behalte $2,000. $2,000. Ich gebe dir 76.000 zur Verwaltung. Ja, aber hurtig nun. Nein, halt die Klappe. Wir haben gesagt 1000, aber lass ihn den. Krieg ich mit, dass du das jetzt auch. Krieg ich. Ne? 76.000 krieg ich hier in einem Dings. Wow. Ein Schein. Ein Schein. Da. Nimm den Umschlag. Ja. Zwei, drei, Wie was ja, haben wir jetzt ja. an Geld? Warte, beruhig dich. Hallo, okay, guten Morgen. Okay. Early Bird Special, genau. Das ist doch eine schöne Zahl. 134.496. Mr. TD, danke schön für den Brief am 26. Toins, danke schön für den Freund, dass du mir herzlich willkommen. Großartig. Ja, warte, ich muss nur hier was gucken eben. Toins, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Und Flo, Dankeschön für den Prime-Dritten. Und Iron Patriot, Dankeschön für den Prime-Vierzehnten. Ja, wie? Das ist nicht warm genug. Bist du dumm? Oh, Vogel. Zeiner, Dankeschön für den Prime-Siebten. Gifi, danke für den Prime. Angenehm. Im 24. Und hallo. Ach, schön. Und Drache, Dankeschön für 100 Bits. Schön. Toll. Wirklich. Ach so, jetzt zieht es. Du Wir lassen den frei. Ganz sicher nicht. Na, ganz sicher doch. Zwei Freund. Haustiere können wir uns nicht leisten. Dann gib mir deinen Frosch. Nein. Da ist der vom Haschisch war zuerst da. Das ist mir scheißegal. Der Vogel muss weg. Nee, er hat mich durch eine schwere Zeit begleitet. Ja, und Haschisch hat mich durch eine schwere Zeit begleitet. Oh, komm. Ja, sehe halt die Klappe. Da sehe ich überhaupt nicht ein. Ich fütter den nicht. Ich schon. Ich nicht. Ich habe ja das Geld. Du hast hier gar nichts zu entscheiden. Ich habe noch $2,000. Ja, $2,000. Und Haschisch ist fliegen. Und die Karre sieht auch schon wieder aus wie Scheiße. Ja, dann fahr halt besser. Kann ich ihn dafür, wenn es staubig ist? Ja.
Fahr durch nicht so staubige Straßen. Ja, du bist lustig. Du kannst ja mal fahren. Ja, gerne. Nee, dann machst du da alles kaputt. Dann kannst du mal schön lernen. Du machst das Auto immer kaputt und immer muss ich es bezahlen. Ah, genau, genau. Willst du das jetzt auch diskutieren, Dicke? Was ist? Ja, was ist? Wie viel Geld haben wir? Genau, warum? Ja, du willst doch den zweiten... wieder? Madame will doch einen Zweitwagen haben. Ja und? Ja, reicht ja nicht ein Auto. Will er noch ein Auto haben? Ja, ich will halt was Süßes auch. Für mich. Etwas, was so süßes wie ich. Du! Reicht ja nicht mehr. Weil dann will ja alles haben. Pina, ich will eine neue Sonnenbrille. Die von Guki. Ich will den Armreif. Von Dolce Vita. Lass mal zum Friseur. Lass mal hier. Nur Info, das heißt nicht Guki, das heißt Guzzi. Ja, oder Guzzi, ist mir doch egal. Ja. Ich trage Kleider von Stangen. Ja, richtig so. Dann überrascht er mich mit einem blöden Papagei. Ja, mit einem was Mini, heißt blöd? Mit einem Mini-Papagei. Ja, und den du in deinem Dekolleté versteckst. Der ist kleinwüchsig, der braucht Hilfe. Der ist kleinwüchsig, ich klatsche dir gleich einer. Der ist kleinwüchsig, Alter. Das ist einfach so Diskriminierung von Bacon. Armer kleiner Vogel, du Süße, du Süße, armer kleiner... Aua! Oh, was war das so richtig? Richtig so. Bravo, Bacon. Ach komm, ach komm. Bravo, Bacon. In Ruhe, jetzt magst du den auf einmal. Schön. Den hat die von der Insel, Juri. Arschloch. Selber. Ich meine den Vogel. Ach so. Aber du auch. Willst du einen Panda-Tee hier? Danke. Ah. It's only game. Why you have to be mad? Ja, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wollen wir jetzt arbeiten oder wie oder was? Ich war gestern arbeiten. Ja, ich muss aber auch noch arbeiten oder was? Oder was? Wollen wir los oder was? Ja! Oder was? Ich hab sogar noch den Schlüssel vom Kicker. Vom welchen Kicker? Ja, vom Chef-Kicker. Speedcap. Ach so, ja super. Dann kannst du... Was? Was? Twinkie? Twinkie! Was ist mit dir? Okay. Oh mein Gott, Alter. Eieiei, guten Morgen! Hallo alle zusammen miteinander. Ich habe richtig gut geschlafen. Und ich bin wach. Nicht immer noch wach. Das ist was zum Teufel passiert, ja. Das ist das, was du mir geschickt hast, Juri. So sieht das bei mir aus. Ich finde das doch gut, weil die Farben nicht so... Die sind eher gräulicher. Ist halt so realistischer, ne? Ja, hallo. Ja. Ja, geht's los, oder was? Ich hatte doch auf dich gewartet. Ah, schön. Du steigst noch aus der Karre aus. Ach, komm selber. Ach, ja. Ich will mich beide mal. Ich glaube, die Promenade ist aus deinen Haaren rausgegangen. Ach, du bist rausgegangen. Jetzt wollen wir mal zum Friseur. Ja. Guck, so parkt man ein. Ja, weiß ich Zack. Selber. Hast Vielen du gesehen? Dank. Zap, zarab, ja, kann geht ich das. Auch. Zap, zarab. Das sag ich dich aber, Mädchen. Das reshaped nur. Das so, sieht viel realistischer aus. Ja, so eine Stress machen, ey. Kann ich halt gar nicht ab. Hast du dein T-Shirt ausgezogen? Ja, warten. Wie warten? Ja. Warten, Scheid.
Du hast dich auch umgezogen. Aber ich überhaupt nicht. Ja. Warte, lass mich kurz in die Tasche gucken. So. Müsst ihr den eigentlich noch? Hab ich noch. Ich hab den noch. Ja. Du nimmst das Leitstellen-Telefon, okay? Ja, okay. Na, du fährst. Ja. Ich nehm das. Lass hier Schlüssel rüberwachsen. Heute noch. Ja, Mann, beruhig dich, Alter. Da. Sehr gut. So, ich trag uns ein. Okay. Ja, geht los, oder was? Ja. Ich wollte nur Rasen mähen heute. Ruhig nachher. Du hast doch erst vorgestern, mitten in der Nacht. Ja, und? Oh. Unmöglich. Warum ist das? Ja, super. Ja, nu? Ach du. Oh. Wille ist im Dienst. Aber der hat kein Handy, der ist auf der Insel schon. Wie, der ist schon da? Oh, der hat doch ein Handy. Ja, aber der ist doch von unten. Ja, der ist doch Security da. Boah, der will hier immer so illegal, ne? It's only a game. So. Why you have to be mad? Also muss ich hier das Dachsmax noch reinstellen? Ja, klar. Geht aber nicht dran. Oh, ich bin Winky. Ja, ich bin auch gespannt, wie das nachts aussieht. Ich hoffe, dass das hell ist. Oder hell genug. Aber das ist nicht eingetragen. Okay. Baulix, dankeschön für den Prime im 7. und Hackezock, dankeschön für Luisa. Ist ja eh scheißegal. Und Tim auf Timchi, dankeschön für Luisa am 26. Resub am Vormontag, dass es sowas noch erleben darf. Das Tor geht nicht auf. Ja, du musst ein Stück zurück, damit der Philipp das aufmachen kann. Noch weiter. Noch weiter. Okay, jetzt. Was machst du? Oh, wir hängen fest irgendwie. Philipp! Nein, wir hängen nicht fest. Philipp! Philipp! Wir hängen fest! Und Bucky, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps, Mann. Philipp! Und Johnny Rockstar, danke für den Prime 42. Philipp, ich kann nix. Und Jens, danke für den Prime 5. Und Kiebert, danke schön für Luis am 5. Ja, wie? Oh, jetzt. Danke, Philipp. Hau rein. Ja, warte. Lass mich gucken. Ja, was kann ich denn dafür? Wie geht's? Gott, ey, du mal Vogel. Ja, war nicht so gemein, Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, wie man... Fahr nur noch zurück. Noch weiter zurück. Nein! Aufpassen, Twinkie. Ja. Philipp, was ist mit dem Tor? Wir müssen raus. Oh mein Gott, nicht so schnell. Ja, ich weiß nicht, wie man das aufbekommt. Ich rufe nur mal Willi an. Oh, der ist bestimmt gerade kacken und will nicht gestört werden. Ach, Philipp, kannst du Willi, die Peanut? Oh mein Gott. Hallo an die, die von Wille kommen. Willi geht nicht dran. Ja, wie? Ja, was soll ich machen? Ja, weiß nicht. Geht nicht auf. Was ist von draußen? Oh mein Gott. Ja, mach mal. Scheiß-Tor! Wo ist Hase-Peter? Weiß nicht, wie man das aufbekommt. Ja, Speckschnute. Schlüssel passt ihm nicht. Speckschnutchen. Oh, ja. Wo ist der denn hin? Was denn? Ja, dann fahren wir halt mit unserem Auto. Mit privat fahren wir. Warum qualmt das hier so? Weil ich das Auto angelassen habe.
Und das werde ich auch so lassen, aus Wut. Nein! Du hast Wut. Lass, mach das Auto aus. Twinkie, du musst, Twinkie, du musst das ausmachen. Bleib gut hier, okay, Bacon? Bleib gut hier. Sonst kriegt meine Kohlenmonoxidvergiftung hier. Mach das aus. Only Dankeschöpfe, du bist auf dem 18. Moin, moin. Moin. Hab ich gerade schon versucht. Nein, nein, nein. So, ja. Dann trag Privatfahrzeug ein. Rüber, komm. Wie, der fliegt hinterher? Ja. Du hast ihn doch in deinem Dekolleté. Ja, aber ich habe ihn da gerade hingesetzt, damit er nicht verreckt. Völlig. Vögel sind dann sehr empfindsam. Warte mal, draußen steht ein Taxi. Warte, ja, guck, welches wie das heißt. Und? Aus Speedcap. Aber, oh, Speedcap. Aber normal. Kann nicht das echte sein. Warte. Nee. Aber Schlüssel ist nicht da. Ist nicht da, ja gut. Dann lege ich den Schlüssel jetzt hier zurück. Nein, 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 wir müssen mir den Kicker wieder geben. Also, also. Ich glaube, die dürfen nicht da rein. Dann fahren wir privat. Ja, ah, 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 ah. Das ist aber eine komische Sache. Mit dem Tor. Und wozu? Tschüss, Juri und Goldberg. Oh. Downtown Cab Taxi, guten Morgen. Morgen. Hallo. Ja, ich bräuchte eine Abholung im Mirror Park an der Tankstelle. Okay, wir sind direkt um Ecke. Perfekt. Wir kommen mit einem roten Privattaxi. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Mirror Park Tankstelle, direkt um Ecke. Bist du besoffen? Warum? Was machst du? Ich guck halt auf meine Karte, hör auf damit. Warum? Ja. Aber das. Ja, fahr die Karre nicht zu Schrott, Alter. Ich fahr Auto oder was? Na gut, den Job finde ja, ich besser. Ja, Dings an Tankstelle. Ja, ja, bin schon dabei oder was? Ja. Downtown Cab Taxi. Warte ich, heute noch. Ja. Grüße. Guten Morgen. Ja, wo kannst du hingehen oder was? Ich müsste hoch nach Paleto zu dem Autohändler. Jawohl. Hab ein Navigationssystem eingetragen. Oh, großartig. Das sind 10 Kilometer. Großartig. Ja, ja. Auf geht's, auf geht's. Schneiden Sie sich bitte an. Ja. Bitte fahr vorsichtig. Ja, ja. Immer. Du weißt genau, du bist nicht eine gute Fahrerin. Ich bin eine Superfahrerin, oder was? Nee. Was willst du mir denn sagen, oder was? Ich gebe mir echt Mühe, oder was? Mein Gott, ey. Kannst du mir ja nicht erzählen, ey. Das will ich mich nicht anstrengen. Pass auf, Hugulus. Ja, ich war auf meiner Seite. Was anderes kann ich nicht machen. Ich hab nur gesagt, dass du aufpassen sollst. Ja, ja. Pass auf. Ich streite jetzt mit dir nicht morgens. Ja. Vor allem nicht vor den Kunden, du Arschloch, hör auf. Ja, du hast doch angefangen. Ach komm, überhaupt. Ach komm, selber. Dumm Kuh. Seh ich auch so, seh ich genauso. Und dein scheiß Vogel, den schmeißt du aus dem Fenster. Wo kann ich jetzt rumkriegen? Na ja, lass Bacon in Ruhe. Arschloch. Scheiß Bacon. Da sind sie wieder mit den LKWs zum Erd befüllt. Verrückten.
Was für ein Auto möchten Sie sich denn kaufen? Nee, da ist noch ein Auto von dem Kollegen oben. Ach so. Dacht schon. Wir kaufen einen sauren Zweitwagen. Ein Mini Cooper. Was? Ein Mini Cooper. Okay. Ja. Wenn dein Hintern da überhaupt reinpasst. Ach komm, ey. Wenigstens habe ich dann ein Fahrzeug, falls du mich wieder mal alleine lässt. Ich habe dich überhaupt nicht alleine gelassen. Ach komm, natürlich. Du hast 55 Grad Fieber, was soll ich machen? Ja, ja, ja. Du hast gesagt, Peanut, geh nach Hause, kümmere dich um die Geschäfte. Mhm. Hast das du? Wüsste ich aber. Hast du? Ach komm. Ja, bei 65 Grad Fieber kriegt man doch gar nichts mehr mit. Ja, dann solltest du jetzt recht nicht auf meine Worte. Das Leben ist gefährlich, wenn man 75 Grad Fieber hat. Ja, ja. Ich hab keinen Spaß mit den 108 Grad. Ja. Zum Glück habe, dass du überlebt hast. Herr Juri hat mir erzählt, dass er ein Ei auf deiner Stirn gekocht hat. Oh ja, Juri ist krank. Ist ja. Das müssen wir nachher noch weiter untersuchen. Ja, auf jeden Fall. Guten Morgen, Opa Willi. Guten Morgen, Peanut. Ich hab nicht viel Zeit. Ich hab so ja, eine pass spezielle. Auf. Wir wollten ja arbeiten. Wir sind auch ja arbeiten jetzt aber mit Privatfahrzeug, weil das ja Tor nicht aufgeht. Von das Tor geht. Ja, pass auf, die Fernbedienung, die ist ein bisschen. Die, du musst gucken, dass du ein paar Meter vor dem Tor die Fernbedienung drückst. Von innen oder von außen? Sowohl als von außen ein paar Meter davor. Okay. Dankeschön. Ja, probier mal und ein bisschen aus. Wir kommen heute Abend auch da, ne? Wir sind da arbeiten. Ehrlich? Wir sehen uns heute Abend, machen wir ein Party. Wie arbeiten? Ja, wir müssen. Ich dachte, wir müssen arbeiten. Wir müssen die Dings von A nach B fahren, immer vom Flugzeug zum Partyfisch. Okay. Aber, du wirst mich wahrscheinlich nicht erkennen, wir sind voll maskiert, aber ich geb dir ein Zeichen. Ja, ich sag hol dann, einfach deinen Schwanz raus dann. Dann weiß ich, wer du bist. Deine Fresse, ey. Twinkie, was machst du hier? Ja, Mittag. Wir müssen den Fahrgast zum Auto ausfahren. Tschö. Wir können dann Nachmittag machen. Ja. Tschüss, Opa Willi. Bis heute Abend. So haben Sie was dagegen, wenn ich jetzt kurz Mittag mache? Nein. Okay. Wir haben einen Fahrgast, Mann. Ja, aber der hat doch nichts dagegen. Ja. Wollen Sie auch was essen? Nee, danke. Ach komm, ihr einen Schokoriegel. Danke. Und einen Thunfischmacki. Ich mach auf Fixi. Wir sind hier von bis an da von. Schling nicht so. Ja, ja. Pass auf, du atmest den Vogel ein. Du hattest fast Bacon eingeatmet. Du kannst doch nicht einfach hier dich hinstellen und Mittag machen. Ja, wieso denn nicht? Weil wir einen Fahrgast haben. Ja, aber und jetzt haben wir gesagt, noch einen. Er hat gesagt, Downtown Kipp Taxi, guten Morgen. Okay, guten Morgen. Wir müssen Mittag machen. Warte, Limo, leid, komm, Schwester. Hey, Peanut, ich brauche ein Taxi. Okay, Schwester, wo bist du? Beim Alice da, bei der Tripshut. Ich muss zur Baustelle. Bei den Chips, genau. Ja, wir sind gerade im Palais, wir kommen danach. Okay, vielen Dank. Okay, hi. Hallo, tschüss, Sikorski. So. Oh, was ein tolles Wetter hier. Ja, heute ist echt schönes Wetter. Angenehm. Und die Farben sind heute so satt. Gefällt mir richtig gut. Ja, die haben wohl gut aufgegessen. So zum Autohaus, denk dran. Was, du fährst in die Gegenfahrbahn? Oh, komm, kommt doch keiner. Sollen der Fahrgast von uns denken? Ja, nur dass das er sicher ankommt. Ja, sind wir doch, hier. So, der Herr. Perfekt. Dann steigen Sie mal aus. Schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. So, okay, lassen Sie mich kurz gucken. Guten Morgen, Goldberg 7, danke schön für den Points-Up im 9. Monat. Freut mich wieder dabei zu sein, bester PW, immer mach weiter. Immer. Dankeschön. Dann macht das und Papa, danke für den Prime 11 und Kuss und gute Runde, dankeschön. Allerdings ist Trinkgeldpflicht. Na, da machen Sie 4. Hier. Danke! Oh, das ist wirklich nett. Das wäre gar nicht nötig gewesen. So. Oh, Chris Anthem. Bitte Mugin. Okay. Assalamu alaikum. Okay.
bitte morgen okay, nicht ein. Ich hoffe, okay, ich gehe früh bitte schlafen. Alles klar. Supi, danke. Tschüsschen, mit Küsschen. Ja, küss den doch, wenn du willst. Ja, wie? Ja, küss den. Ja, warte. Wir müssen zu Chipso da beim Links. Hab ich im GPS eingetragen. Ach, oder hatte ich? Hatte ich gerade. Ja, dann mach neu. Hab ich. Oh, schon wieder. Downtown Cap Taxi, guten Morgen! Guten Morgen, ich wollte nur abbestellen, ich habe ein Taxi gefunden. Moin! Arschloch, Schlumpfine! Ja, es tut mir leid! Du hättest eh nichts bezahlt, ne? Du wieso? Bist ja, du bist bei doch CK, du bist bei doch... CK, jo. Hättest du von mir einen Burger... Ich arbeite bei CK. Hä? Ja? Du bist doch Taxifahrer. Nein, ich bin kein Taxifahrer. Okay, aber trotzdem danke, ne? Okay, du hast Probleme, por favor. No shit in the art. Hade. Hade, tschüss, Kuski. Okay, wir müssen doch nicht dahin. Der hat schon ein Taxi. Die Schlumpfine. Also aber wir, Willi hat mir gesagt, wie man es drauf kriegt. Wir fahren nach zur Arbeit. Und what? Ohne die Speedkappe. Wie, was? Was? Ja, der hat mir gerade am Telefon gesagt, wie man es drauf bekommt. Ah, supi. Ist so, ne? Geht ja Arbeit, Tag. Dass der Lukas uns da auch nicht hilft. Was? Oder wie der heißt, keine Ahnung. Ich kann mir doch keinen Namen merken. Ja, unser Mechaniker da. Philipp, Lukas, ist doch alles dasselbe. Sei bloß vorsichtig. Ja, der ist heute vorsichtig. Heute Abend zwischen 19 und 20 Uhr werden wir abgeholt. Dann fliegen wir wieder. Oh, da läuft meine Serie. Ja gut, dann müssen wir aufzeichnen. Welche Serie? Ja, der Bachelor. Das guckst du doch gar nicht. Jawohl. Das ist wann super spannend. Hab dich noch nie Bachelor gucken sehen. Ja, aber ich habe jetzt angefangen. Eine verdammte Lüge. Mm-mm. Pass auf, hier gibt's jetzt einen Dings. Eine Border. Wir machen hier einen Border hin. Ja, die Border Patrol. Bald gibt's Grenzkontrollen. Ich finde auf jeden Fall, finde ich, dass die Serie recht hat. Die Josefine hat den echt nicht verdient. Wer ist Josefine? Na, vom Bachelor. Ich guck den Quatsch nicht. Was machen die da? Ja, können wir aber demnächst mal zusammen gucken. Das auf gar ist wirklich Fall. Toll. Ich geh mal ins Spielzimmer. Ich guck das ja, nicht. Ja, wie? Ich guck mir so einen Scheiß nicht an. Doch, wir gucken das jetzt. Nö. Doch, guck mal, ich hab sogar ein nein, Video. Nein, ich will Family Guy gucken. Ja, guck mal hier, warte. Guck mal hier. Ja, und dann knutschen die wild rum. Nee, ich will das nicht gucken. Guck doch mal. Nee, das ist wieder Erotikfilm. Nee, pass auf. Du willst mal Erotikfilme gucken. Nee, gleich kommt die Serie und haut ihren Kopf auf den Tisch. Das ist super witzig. Das ist nicht lustig. Doch, das ist witzig. Nein. Hallo? Oh, du guckst ja gar nicht. Kann man sich so ein Quatsch angucken? Geh mal ins Spiel. Halt die Klappe, Bacon. Ja. Da geh ich Süße, lieber mal ins Spielzimmer und guck mir Hot Tube an. Ich guck Hot Tube, ne? Nee, du... Was guckst du? Hot Tube. Was ist das? Ich bin noch Subscriber. Wie? Ich follow. Ich verstehe nicht. Ja, mein Spielzimmer mach ich doch immer Sachen machen. Was denn für Sachen? Ja, ich guck da Filme. Filme? Ja, ja dann Hot, können Hot wir Tube. Halt die halt zusammen. Hot Tube, guck ich. Okay, dann schauen wir heute die zusammen. Nein. Ja, wie nein? Nein, das ist nichts für Mädchen. Ja, ich kann mir das ja mal angucken. Eigentlich sitzen die da nur die ganzen fucking Hot Tube drin. Und das findest du spannend? Eigentlich nicht. Ja, wie? Warum oh guckst du Gott. Das dann? Nein, ich guck das doch gar nicht. Oh, ich hab jetzt doch diesen Dings abonniert mehr. Da. Wo du sagtest, ich sollte ihn dir abonnieren. Oh, dieser Da Vinci. Ja, der ist lustig. Oh Gott, ja, haha. Da kann man super mein Leid lustig. Dalassen. Nee. Doch. Ja, einfach mal dir abonnieren. Ich versteh den Jungen nicht. Warum? Versteh echt nicht, was daran witzig ist an diesem der Video. Der macht super Wissenschaftsfilme. Ja. Aha.
Der hat sich letztes Mal ein Ei eingeklemmt in der Cola-Dose. Wenn ich den mal sehe, ey. It's only a game. Ich beleidige manchmal in den Kommentaren rein. Guck mal, hier ist das neue Zertifikat. Neue Autos. Die haben hier sogar eine Limousine. Aua. Lass schnell wegfahren hier. Lass schnell wegfahren. Fahr ja, schnell weg. Nein, fahr, wir müssen zum Taxi. Fahr bitte schnell weg. Okay. Ich glaube, wir schauen uns ein paar Autos an. Nein. Machen wir nachher. Fahr zum Hauptquartier. Wir holen uns ein Taxi. Okay. Oh, das wird wieder teuer. Ja, was? Ja, nix. Alles gut. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Was ist für ein Idiot? Was ist das für eine Hupe? Warte, bis du Pinsels Auto siehst. Wir haben das tun lassen. Okay. Was machst du? Ja, wie ich war, oder was? Bist du heute irgendwie, ne? Also, heute geht's ja auch gut, oder? Ja, du fährst die ganze Zeit voll schnell und dann auf einmal langsam. Ja, lass mich doch. Aber ne. Nix ist hier richtig. Ja doch, mach ruhig. Entfalte dich, du wunderschöner Schmetterling, du. Ja, mach ich auch. Ja, mach doch. Ja, mach ich auch. Ja, wir wollten nochmal zum Fliegen. Ja, machen wir auch. Ja. Mein Gott, ey. Vögel. Hab dir niemals einen Vogel an. Ich glaube, ich hab schon einen. Was denn für einen? Wenn dich. Twinkie. Ja, wie? Ich bin kein Park bitte Vogel. Vernünftig, mein, das arme ja, Auto. Mach ich doch. Hör auf damit. Park vernünftig. Ja, gleich. Alles gut. Ja, park dann noch näher dran. Mein Gott, ey. Ja, dann fahr du doch! Dann fahr du doch! Du hast echt einen Vogel! Ja, Bacon! Ja! Ja, du hast noch einen! Noch? Oh, bitte nicht, ey! Hier rein, so. Lass nicht die großen Treppen laufen, lass hinten rein! Okay! Oh. Mann, ey! Was hat diese Stadt nur aus uns gemacht? Wir waren mal so nette. So ja, nette Menschen. Frage, du. Ich hab dem Bauer Dan Mac immer geholfen. Falls die Müllig zu schwer war. Oh, wie es dem wohl geht. Oh, siehst du, hat funktioniert. Ja, wie, du hast so gar nichts gemacht. Klar, hab auf den Knopf gedrückt. Auf den Knopf gedrückt, ey. Hab ich auch. Drück auf den Knöpke, dann ist es auf. Ja, ja. Lass den Friseur. So, ich muss das hier erstmal um. Du siehst nicht gut aus. Ich sehe super spitze aus. Ja, ich sehe so. Kannst du halten wie ein Dachdecker. Oh, du Scheiße, wie wird das denn? Das ist super schnell. Moment. Ja. Oh, Moment. Ach ja. Oh ja. Wie steht der denn? Das ist aber Aufgabe der Polizei. Oh. Wenn die mal arbeiten würden. Nein, tun die nicht. Geld hab ich immer noch nicht. Ja, stimmt. Das macht mich auch echt kirre, ne? Müssen wir nochmal nachfragen. Ja.
Wo packst du denn? Pack ein. Okay. Ich warte im Auto. Bis gleich. Bis gleich. Junge, Alter. Wir haben 12 Uhr morgens. Oh, Telefon. Downtown Cap Taxi, guten Morgen. Ja, ich muss mal abgeholt werden an dem Winewood PD. Okay. Ja, wir kommen sofort. Jo, danke. Bis gleich. Nein, du bist nicht dran. Junge. Alter Schwede. Ach ja. Dieser scheiß Vogel, Alter, der hat mich vorhin so getötet. Hey. Oh komm! Nee, du kriegst nichts! Du hast Mistvieh, du hast Federn, da kann man nichts irgendwie machen. Wir müssen. Nee, lass mich in Ruhe! Du Mann, ey! Na, lass uns jetzt! Wir müssen zum PD, da ist ein Fahrgast. Okay. Hast du den Vogel gerade gehauen? Ja. Warum? Der braucht das. Er ist da genauso wie du. Da musst du es einfach mal Lack geben. Warte hinter die Ohren. Schattenwolf, die Gründe sind unerklärlich, Mann. Das ist einfach, hat sich so ergeben für sie. Da ist der Fahrgast. Hallo. 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 Wo da sind wir hin? Zu der Verwahrstelle bei ja, Postleitzahl 6009. 6009? 9, ja. Ja, einfach normale Verwahrstelle. Ja, sehr, ne? Hier, da und okay. Das sind 3 Kilometer. Ich kann auch zählen. Ja. Ich bin ein Co-Pilot, lass mich das doch übernehmen. Bitte anschnallen. Jetzt geht's auf den Highway. Und wie ist der Tag? Meiner? Gut. So. Yeah. Gut und selbst? Ja, was soll ich sagen, ne? Du fährst falsch. Ja, komm. Ja, drehen wir auf dem Highway. Dann drehen wir halt nicht, dann fahren wir halt rückwärts. Und du hast gedreht. Ach komm, halt den Schmutzmund. Nicht vor dem Fahrgast, du dumme Pute. Ja, du bist doch angefangen. Ja, du fährst doch wie Er ist angefangen, oder, Sir? Ne, du hast angefangen. Nee, du bist angefangen. Such jetzt keine Verbündete. Ja, warten. Ja, wie warten? Ja, wieder warten. Ja, warten, Zeit. Ja, allerdings. Mein Gott. Sollst vernünftig fahren. Immer das du ich. Oh, super, jetzt ist der auch noch was geworden, super. Der hat doch gar nicht geschlafen, du hast mit dem gerade gespielt noch. Ja, ich hab den K.O. gebogen. Ja. Das willst du mir jetzt sagen, dass er unter Artenschutz steht? Da gibt's echt viele von denen. Mit dir zu diskutieren bringt nichts. So. Kommen Sie, stauen Sie, geben Sie Geld. So, wir sehen uns. Randall, danke schön für den Wiesel am 18. und Samplex, danke für den Prime am 9. Und Arotika, danke für den Prime 75 Dollar, aber Trinkgeld wäre Pflicht. Ist keine Pflicht. Ist Pflicht, leider. Kann man machen, muss man aber nicht. Muss man leider. Komm, schießt die Rechnung? Ja, wollen Sie mir nicht sagen, wie viel Trinkgeld Sie mir geben wollen? 500? Sollte reichen, 500. Oder? 500, ja, das klingt doch super. Okay. So, bitte. Oder wer ist Curtis? Ich kenne diesen Curtis nicht.
abbezahlt. Okay, supi, auch rein, Alter. Jo, du. Du sollst doch nicht mit dieser Gossensprache reden. Wieder mal. Hallo, ich rede wie ich will. Ich glaube, wir kommen Fahrgast. Brauch ein Taxi? Brauch ein Taxi? Nix Taxi, nix Taxi. Okay. Na, dann bleib doch, wo der Pfeffer weg ist, also wirklich. Ich hab eine fancy Farbe in Haare. Eieieiei. Oh mein Gott. Nix, alles gut. Willst du dir noch das T-Shirt kaufen in der Schwarze? Ja. Ja. Billig. Dann fahr. Ja, mach ich auch. Ja, ich weiß, ich seh's. Na, gut. Angenehm. Du musst unbedingt das Auto von Pünsel sehen. Das haben wir echt gut getunt. Ja, wo steht denn das? Oben in Harmonie. So wie ich jetzt nach Harmonie fahre. Doch, ich rede doch nicht von jetzt. Ja, warum sagst du es mir dann jetzt? Ich meine, jetzt will ich es unbedingt sehen und nu? Ach, geh mir nicht auf Nüsse. Ach komm. Du mit deinem scheiß Vogel. Du und mein scheiß Vogel einfach. Da sagst du mit deinem dummen Frosch. Ja, Haschisch ist voll cool. Ja, voll cool. Wie willst du denn da aussteigen? Der Baum ist im Weg. Ja, ja, aber richtig. Wie hast denn den. Als wir uns getroffen haben und du Affe warst, hast du den Vogel nicht gehabt. Ja, wie? Ja, wo war denn der da? War bei mir. Aha. War halt nicht so ganz. Sondern? Ja, unter K.O.-Tropfen war der. Unter K.O.-Tropfen? Bist du ein Tierquäler? Nein. Der braucht das eben manchmal. Ist der drogenabhängig? Nee, aber der hält einfach nicht seinen Schnabel. Genauso ja, da kenne ich noch jemanden. Ach, komm. Was zum Teufel mache ich hier, Alter? Gang, Gang. Lass mal wieder Gang-RP machen und im Kreis stehen. Ich hab richtig Bock drauf. Keine Ahnung, was für Papa geändert ist, Alter. Chris Cross, danke schön für den Prime, Leute. Und Hukulu und. Gang, Gang, Düngelins. Uwewewe, Jungs. Und wie geht's euch? Alles tote Foto? Und Carsten, danke schön für 100 Bits. Wollte ich auch noch unterstellen, ne? Wird leider nicht angezeigt. Weil der King Tonix immer reingetollt hat mit den Bits. Guten Morgen, Ali. Ja, ja, läuft gut, diese Preset. Also ich finde die Farben gut, die sind nicht so knallig. Sieht so ein bisschen realistisch aus. Aber das Spiel ist einfach mega hässlich, wenn es hell ist. Müssen wir heute Abend mal gucken. Ja, ja, Frühschicht. Mäuse, das Geräusch vorgekriegt von einer anderen Streamerin. Ist auch ein ganz normaler Soundeffekt, ein Free-Soundeffekt von YouTube. Leider krank. Dann gute Besserung. Ist komplett nur Reshade, ohne Mods. Außer L.A. Roads und Vegetation Mod. Casio, das ist ein Stimmenverzerrer. Warte. Nee, kann doch jetzt nicht so stehen. Ist Stimmenverzerrer. Du warst so früh. Mystery. Wie, der singt jetzt mit dir? Ja, manchmal singen wir zusammen. Wo Problem? Nur ich hab kein Problem damit. Das ist auch besser, so Ding. Nenn mich nicht Dicken. Ja, wie? Du bist selber dick. Ja, ich meine das so Kumpel, weil so Kumpels sagen... Ach so, wir sind Kumpels. Nee, wir sind schon Ehefreunde, aber wir sind verheiratet, aber wir sind auch echt gute Freunde, oder nicht? Fahr mal nach Harmonie, wir haben hier nichts zu tun. Oh mein Gott! Oh, das war knapp. Hallo, Gamers. Wie viel Trinkgeld hast du bekommen? $500. Denk dran, beim Taxi nur noch deinen Vornamen eingeben, ne? Mach immer nur meinen Vornamen. Ja? Oder hast du jetzt Twinkie Smalls geschrieben? Nee, ich schreibe immer nur Twinkie. Ja, ist okay. Ja, der Chef weiß schon, wie ich mit Nachnamen heiße.
Ach komm. Hätte verdient. Bots ist die Gang. Wer ist die Gang? Bots. Smalls. Bots. Mhm. Ja, ja, ja. Oh, verdammt, wird gut. Glaubst du? Ich weiß nur nicht, wie viel wir verdienen. Ich habe nicht nachgefragt. Und ich glaube, ja, Pinsel darf nicht doch mit. Einiges. Pinsel darf, glaube ich, nicht mit. Ja, wie? Warum? Ja, weil er immer klaut. Ah. Das ist so eine High Society Super Veranstaltungsparty, ne? Ja, dann klauen wir einfach für Pinsel. Was sollen wir denn klauen? Na, irgendwas. Uhren, Halsketten, was auch immer. Nein. Wie? Oh, wir haben gestern geklaut. Wir waren hier oben in Harmony und. Hallo? Du hast geklaut. Nein, Pinsel hat geklaut. Du okay. Kannst nicht auf dem Highway stehen bleiben. Wir waren in Harmony hier oben. Oh, Taxigast. Downtown Cap Taxi, guten Morgen. Ich bräuchte mal ein Taxi bei Parkhaus 10. Parkhaus 10? Ja, oben am Train Diner und am Sushi Tempel. Okay, wir sind unterwegs. Danke. Bis gleich. Kannst du mir das Parkhaus eintragen? 10. Ja, ich bin dabei. So, heute noch. Halt die Klappe. Am Sushi-Restaurant. Auf jeden Fall waren wir oben in Harmony und haben das Auto vom Pinsel in die Werkstatt gebracht. Und dann mussten wir irgendwie zurück. Mhm. Und dann war das Crash Derby gerade vorbei, bei dem du mal wieder nicht dabei warst. Mhm. Und dann hat Pinsel einfach so ein Asphalt-Auto geklaut. Mhm. Ja, das geht ja noch, ein Auto. Wie? Ja, ist ja ein Schrottauto. Ja, und erzähl das was Neues bei Pinsel. Nee, das ist nichts Neues. Ich glaube, entweder hat der so einen Knick in der Optik oder der hat so einen Fetisch für Dinge klauen. Ja, ich glaube eher, das ist so ein richtiger Knicker, keine Ahnung. Ich glaube auch. Sag Memo, was geht, Habibi? Und Mike, was geht? Guten Morgen. Fast richtig. Nächste Mal. Der Rhythmus im Blut. Ich hasse den Vogel. Warum? Weiß ich nicht. Das ist dumm, Alter. Dieses Verhalten. Wir können ein Duett machen mit Hashish, Bacon, du und ich. Oh, klar. Warum nicht? Ein Frosch ist ja auch bestimmt musikalischer als ein unmusikalischer Vogel. Willst du mir sagen, ja doch, Papagei sind musikalisch, ne? Ja, meiner nicht, aber... aber Hashish ist auch klein, wie gesehen. Ich hoffe, dass der nicht sprechen lernt. Warum denn nicht? Stell dir vor, so ein klein Twinkie. Ja, dann zieh ich aus. Ja, wie? Warum? Weil das zu viel brauchen sie gar nicht gucken, steigen sie ein. Ach nee, das ist gar nicht unser. Der Vogel, der Mann. Stopp. Guten Morgen. Steigen sie ein. Aber? Geht es? Sollen wir noch vorfahren? Steigen sie ein. Sie müssen eigentlich nur noch die Tür öffnen. So schön kann es nicht sein. Der hat ein Handschuhfach in der Hand. Guten Morgen! Bin ich da wieder Vielleicht Ärger ist der von Mama? Stumm. Und taub. Und blind. Alles. Junge Mann! Papa Pina regelt das mit Schellen. Ja, hallo? Halt dir mal die Tür hallo? Auf. Hallo? Geht doch. Guten Morgen! Morgen! Ja, renn jetzt! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Also. Ja? Haben Sie ein Taxi dabei? Ja? Haben Sie Ihre Augen dabei? Wohin? Junger Mann, kommen Sie zurück! Was ist mit dem? Okay, Mann, die laufen nur verrückt herum. Ich stelle einfach keine Fragen mehr. Nee, so. Nee, komm. Entweder ist der blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Wo rennt denn der hin? Was macht der denn da hinten?
Ich sehe noch gut, ist der Jack. Ach komm, wundert dich nicht, mein Guter, hier sind alle so komisch. Ja, ich weiß, aber was soll ich denn machen? Ich kann die Leute ja nicht ändern. Ja komm, ach komm. Ich glaube, der ist kurz im Handschuhfach schon wieder. Ja, oder so. Willst du jetzt einsteigen? Ja. Dann park mal da drüben. Warum? Ja doch, park mal drüben. Nee, ich hab grad schon gesagt. Sag, mach, was ich dir sag. So redest du nicht mit mir. Bitte. Nee, jetzt wirst du dich entschuldigen. Ja, Entschuldigung. Kannst du bitte drüben parken? Weit weg von dieser Garage. Ja. Oh. Wo kommt der denn her? Den haben die doch gerade erst dahingestellt. Du kannst ja den Rückspiegel mal benutzen, ne? Ja. Bei Zeiten. Oh, was mache ich nur mit dir durch? Wie? Unsere Familie wird uns nicht wiederkämpfen, falls wir mal Urlaub in Arizona machen. Sag's dir. Da Urlaub, können die nicht hier Urlaub machen? Bist du bescheuert? Ja, wie? Was sollen die denn hier? Ich hab einfach keine Lust nochmal dahin, weißt du, das ist voll anders da. Was sind diese Leute? Wir hatten ja nur 30 Einwohner in unserem Dorf. Oh, man kennt sie alle persönlich. Das heißt, sie gehen die alle persönlich auf die Nerven. Das stimmt. Oh. Mr. Master Time Trash aus dem WoW-Kanal. Dankeschön für den Host. Super, und danke. Wunderschönen guten Morgen alle. Was geht? Habibu. Hoffentlich wirklich nicht den ganzen Tag Zeit. Und noch Dinge zu tun. Vielleicht hat er aber einen wichtigen Termin beim Arbeitsamt oder so. Ja, ist mir scheißegal. Na, dann hätte er kein Taxi. Der muss dahin. Du wirst so nicht mit mir reden. Du redest auch so mit mir. Da vorne ist er. Rede gar nicht. Ja. Oh, pass auf! Ja, selber schuld. Ja. Ich glaube, der hat auch ein Problem. Der dumm. Kollege! Ja. Ich glaube, dein Taxi hat Tatvorrichtung. Den Umhang vom Harry Potter. Ja, so ungefähr. Okay, dann warte hier kurz. Wir kommen gleich wieder. Ja. Lass mir ein anderes Taxi holen. Ah, oh, was ein Vollidiot. Das gefällt ihm nicht hier. Was sollen wir denn für ein Taxi holen? Oder fahren wir bis da vorne und dann vielleicht, sieht er das dann im anderen Licht und dem gefällt es dann auf einmal. Noch ein Stück weiter. Jetzt zurück. Oh mein Gott. Schattenburg, ich roll sogar langsam an. Ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Aber ich sag's dir gleich mal. Die sehen uns rollen, sie hassen. Wo ist denn der jetzt? Da hinten, Maya. Vorne. Das wird schon wieder einer. Ach, da hinten ist er. Mann, steig du mal aus. Bei dir ist, kommst du? Also. Hey, Dicken. Der Ding hat Tatvorrichtung. Downtown Camp Taxi! Ach, du hast eine Tarnvorrichtung! Hallo? Das ist problematisch. Du bist problematisch! Hallo? Mann, jetzt Scherzanruf. Ja, komm, wir wechseln das Taxi. Was machst du? Oh. Wir wenden. Downtown Camp Taxi! Oh. Ja, Hargrace, guten Tag. Ich bräuchte ein Taxi vom Blaine County Hospital runter.
In der City. Das ist ganz im Paleto, das Krankenhaus, ne? Genau, da oben. Ja, dann. Dauert aber einen Moment. Jo, da muss ich halt warten. Wir haben Probleme mit dem Taxi. Ah, okay. Wir wechseln das kurz. Jo, viel Spaß dabei. Okay, dann bis gleich. Ja, danke. Wir müssen nach Paleto zum Krankenhaus dann gleich. Ja, ja, ja. Dann lass privat fahren mit Privatfahrzeug. Ja, okay. Hoffentlich hat der Philipp das schon repariert. Ach, der Kratzer. Den wird der schon hinhaben. Oh ja, mein Gott, ich mach die Augen zu. Wir warten. Ist doch alles supi. Nee, pack vorne bitte. Kein Bock zu laufen. Mach ich schon, keine Sorge. Beruhig dich doch mal. Ja, beruhig du dich doch mal. Ich fahr einfach nur gerne langsam Advisor an, ey. Aua. So. Mal dasselbe hier. Unser Auto ist eh schneller. Ich wollte das noch tiefer legen lassen, ne? Hast du gehört? Ja. Wir müssen jetzt erstmal wieder zu dem Funkrad. Ja, ich muss erstmal eintragen, dass ich hier ein Privatfahrzeug habe. Ach, das interessiert den Chef doch eh nicht. Ja, mich aber. Das ist ein dreckiger Waffendealer. Das ist kriminell. Eigentlich sollten wir den anzeigen beim Dieter. Aber was ich haben wir gelernt, ganz Twinkie? Ehrlich, hier sind sie alle. Was haben wir gelernt? Anzeigen bringen nix. Anzeigen bringen nix. Basic, machst du hier Fat-Shaming? Lachst du uns etwa aus? Hiya! Hallo! Hallo! Jetzt haben wir ein anderes Taxi. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie... Ja. Sollst du mal neue Kontaktlinsen kaufen, du? Ja. Wo möchtest du denn hin? West Coast Performance müsste ich einmal hin. West Coast was? Performance, unten am Flughafen, die Tuning-Werkstatt. Ach, unsere Werkstatt. Gehst du da tunen? Mein Auto abholen, habe ich gestern tunen lassen. Aha, okay. Was ist denn der Bums? Sag mal, da. 3 Kilometer. Der hat dann auch Prozente, ne? Ja, ich weiß nur nicht, wie viel gerade. Ja, 50. 50% kriegst 50. Du sogar. Aber Trinkgeld, das ist Pflicht, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Also macht das eh nicht viel. Ihr seid ja schließlich mit 2 ausgekommen, ne? Das ist ja auch der. Das sind wirklich Umstände, ne? Ja, besondere Umstände. Außerdem ist das hier viel schneller und viel komfortabler. Ja, trotzdem würde ich Ihnen empfehlen, sich anzuschnallen. Sowieso. Bei deinen Fahrkünsten auf jeden Fall. Ach komm! Philipp muss jede 2 Stunden ins Auto operieren. Ja, ich kann auch nichts dafür, wenn die da auf einmal Autos hinstellen. Und Laternen. Oh mein Gott! Alles gut. Wo fährst du hin? Ich bin am Schwitzen. Ich hab nicht geguckt. Ja, dann. Wie willst du denn Trinkgeld bekommen, wenn du scheiße fährst? Ja, so scheißegal. Ist nicht. Wie wär's, wenn du, ganz ehrlich, du kannst gleich alleine fahren. Nö, sag mal, habt ihr eure Dampfwalze eigentlich oben in Harmony abgeholt? Die stand Dampfwalze? Da gestern noch. Ja, die mit den Dampfwalzenreifen. Dampfwalze? Das vom Pinsel, das Auto? Ja. Ja. Das mit dem Formel 1 Reifen. Ja, genau. Ja. Ich hab schon gesagt, wir haben es aber nochmal hingebracht aus, und... Wenn man die aus Gussmetall macht, dann ist das Dampfwalze. Wir haben es nochmal hingebracht und tiefer liegen lassen. Ach so, Gott. Bald 400 km/h. Oh Gott. Boah, ist das dein Auto? Nee, das ist mein Auto. Oh mein Gott. Da hinten. Das ist ein weiß-blaue kleiner. Das ist mein Auto. So kommen sie. Finki, das Auto kostet bestimmt 10 Millionen. Ja, Steck ausdicken. Okay, so. Das würde sie für, 750 würde das machen. Aber wie gesagt, raus. Ja, super. Boah, so $1,000? Mann! Das sind 3 Erdbeeren.
Ja, ja, das sind genau die richtigen Erdbeeren. So. Tausend. Nee, jetzt nicht mehr. So, bitte. Bitteschön. So. Supi, ich danke. Ich danke auch. Mein Duftkerl. Bitte dann auch. Tschüss. Danke. Küsschen. Du solltest zumindest aufpassen bei teuren Autos, dass du da nicht reinfährst. Das können wir uns nicht leisten. Ach, das kostet 5 Dollar. Wir müssen nach Paleto zum Krankenhaus. Okay. Hab im Navi eingegeben. Du kriegst gleich, ja, ja, ja. Wir warten. Ja, wie warten? Mach das nicht, ja, ja, ja. Oder zeigst du Desinteresse an deinen Ehemann? Nee, ganz sicher nicht. Dann benimm dich wie eine Frau. Du wirst so nicht reden. Wie? Nee, so. Aber die coolen Kids reden alle so, ja, hier. Ja, aber du die nicht. Sagen auch Tach-Tach und so. Nicht. Aber ich will auch Tach-Tach sagen. Nein, du nicht. Doch. Ja. Downtown Cap Taxi. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Ja. Du warst gerade in der Werkstatt bei uns. Ja. Ja. Du weißt ja, gegen welches Auto du gefahren bist, oder? Nee. Da bin ich nicht. Ich bin nicht gefahren. Twinkie ist gefahren. Ja, bin das ist doch der Frank vom Chef. Vom Hase-Peter? Ja. Egal, scheiß auf den. Was? Scheiß auf den. Nein. Er beschwert sich. Der Hase-Peter sagt nichts. Der weiß, dass Twinkie eine super Fahrerin ist. Achso. Außerdem war da gar nichts kaputt. Sie sitzt aber nie aus. Warum? Hinten hast du schön eingedacht. Das repariert der Philipp wieder. Okay. Was oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist mit deinem Taxi? Ja, ich muss nur die Rechnung zahlen, ne? Ja. Ja, wir kommen gleich nochmal. Nu, geht los, bis gleich. Okay, bis gleich. Ich glaub so selber nicht, dass ich da hinkomme. 6.000 Dollar soll ich zahlen für den verunfallten Taxi von letztem Mal. Und du hast vom Hase Peters Autogramm und das Schrott sagt er jetzt. Da war wer sagt das? Sag mal, hast du gerade einen Kick im Schädel gehabt oder was war wer das? Wer sagt das? Mann, der Typ von der Werkstatt, wo wir gerade waren. Der hat uns gesehen. Soll er einmal spazieren gehen? Alter, Philipp ist echt schnell. Oh. Downtown Cap Taxi? Ja, der Herr Hargreaves nochmal, Hallöchen. Ja, wir sind auf dem Weg. Ja, ich muss das Taxi abbestellen. Die Kollegen sind jetzt gerade in Dienst gekommen. Ich komme jetzt so runter zum Krankenhaus. Was machen wir jetzt mit den 300 Dollar Spritkosten? Ja, die lasse ich Ihnen zukommen. Das ist dann sehr nett, Dankeschön. Die lasse ich Ihnen zukommen. Dauert ein klein bisschen. Ich notiere mir das eben, 300 Dollar. Aber da haben Sie mein Wort drauf, die kriegen Sie. Dankeschön. Ja, nicht dafür. Ist ja selbstverständlich. Ja, auch so. Tschüss. Du. Okay, wir müssen noch nicht mehr. Aber wir fahren nach Harmony. Der hat abgestellt. Warte, ich mach Dupes. Dupes. Oh mein Gott. Oh Mann, hast du einen Schnäppekäs gesoffen, oder? Nee. Aber ich fahr langsam und dreh das Lenkrad und das Auto übertreibt voll seine Lage. Ja, so. Das nennt man Servolenkung. Deshalb musst du nur ganz leicht lenken. Das ist die Rechtsabbiegung. Mach ich gar nicht. Scheiße. Das Navi sagt was anderes. Das Navi sagt was anderes. Ach, oh mein Gott. Oh mein Ach Gott, komm, nein, bitte sei nicht. Ruhig. Du hast echt eine Radkappe. Das war ein Sheriff, ne? Ich hoffe, das ist dir bewusst, dass das ein Sheriff war. Und wenn es der Präsident wäre. Zu dir fällt mir echt nichts mehr ein. Ja, wie? Ja. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Nix. Alles mein gut. Gott, ey. Twinkie, Twinkie, Twinkie. Ja, bitte. Nix. Ein Speckieschen? Du bist Puddingteilchen. Weißt du noch, hier hat man den Unfall.
Ne, da warst du gar nicht bei. Du fährst du egal. Weiß nicht, dem Navi nach. Das Navi hat was anderes gesagt. Nee, das sagt mir hier lang. Ich hoffe, dass du es selbst merkst. Wir fahren jetzt mal. Das ist aber Sandy Shores. Ja, dann wie wär's, wenn du eingibst, wo wir hin müssen? Hab ich doch. Nee, hast du nicht. Hab ich wohl. Wenn ich gucke jetzt, ne? Ich hab's eingetragen. Ich guck. Ja, guck. Ja, nach Palito Bay. Hab ich nicht. Großartig. Wohin müssen wir? Nach Harmony. Hier. Und jetzt hast du es eingegeben. Hab ich gerade auch schon. Ach komm. Oh nee, verdammte Lügnerin. Ach komm. Aber das Erbe fällt mit dir. Ah, Lakrill nicht. Du, so redest du nicht mit mir. Oh. Weil ich darf auch nicht so reden. Du darfst auch keine Gossensprache benutzen. Haben wir uns verstanden, Fräulein? So nicht. Ja, so nicht, so nicht. Pass ja auf. Lachkorn. Vorne jetzt an der Autowerkstatt. Da steht irgendwo Pinsels Auto. Wenn er das nicht... Was macht denn jeder? Da liegt jemand... Twinkie! Oh mein Gott! Hallo, geht's Ihnen gut? Sind Sie hingefallen? Ich sitze hier nur rum. Aber warum auf... Warum im Schmutz? Das ist Gras. Das ist... Schmutz. Schmutzig. Macht doch nichts. Okay. Hat der Pinsel sein Auto schon abgeholt? Nein. Weil ich sehe das hier nirgends so. Ich wollte ihn ja, weil es eingeschlossen ist, weil der erst noch 1500 Dollar bezahlen muss, weil er gestern ein Aspo geklaut hat. Hat und er die gar Abschleppkosten. Nicht. Doch, hat er. Hat er nicht. Wir waren gestern Abend nur bei der Polizei. Wer war es denn sonst? Keine Ahnung. Wir waren aber gestern mit dem Fahnenschalter vom Crashtest-Ding dann noch bei der Polizei. Ja. Und dann haben die das orten lassen. Ja. Und ich bin hier zur Werkstatt gefahren und mir kam Aspo entgegen, beziehungsweise ich bin zurückgefahren zum Steinbruch. Mir kam Aspo entgegen und da saß Ronny drin. Sein böser Zwilling. Ronny. Saß der alleine da drin? Ja. Okay, Sie lügen. Nein. Doch, tun Sie. Komm, tun Sie, wir fahren. Das also ist eine Lügnerin. Und weißt du warum? Ich weiß, dass die lügt, weil ich nämlich auch da drin saß. Du bist so unmöglich. Sitzt sie da im Schmutz und frisst Chips, Alter. Hab ich so auch noch nie gesehen. So nie. Na, dann würde ich sagen, fahren wir mal schnell nach Hause. Jetzt schon? Ja, ich muss da kurz, ich würde noch ein bisschen dem Ganzen nachgehen, was der Juri da angestellt hat, okay. Mit den Vorarbeitern. Dann... Das kann so auf jeden Fall nicht richtig so, ne? Okay. Ich mag halt keine plötzlichen Überraschungen. Ja, du wirst nicht weiter jetzt, komm! Wenn ich dir zu viel rede, dann steig doch raus, bitte! Nein! Ist dann doch okay, aus. Ich wollte eh noch ein bisschen Rasen mähen. Ach, nicht um 1 Uhr morgens. Nee. Um 1 Uhr mittags diesmal. Richtig so. Das ist eine gute Zeit so. Wir müssen heute Abend auf jeden Fall nochmal zum Friseur, weil wir müssen schick aussehen. Ja, ja. Ich sehe immer schick aus. Machst du deine Kevin-Frisur? Vielleicht. Oder machst du den Peanut? Schau mal. Vielleicht mache ich mir auch einen Zopf. Oder einen Zopf. Ja. Sagen die einfach Pinsler, dass den Aswo geklaut. Ach so, asozial diese Behauptung. Nein, das stimmt schon, aber die haben uns nicht erwischt. Ja, aber das muss man denen ja auch nicht sagen, ne? Nee. Und dann soll der 1500 Dollar, boah, das gibt Ärger wieder. Und es kommt noch härter. Für die Abschleppkosten soll er zahlen. Ich frage mich, wie die das Auto gefunden haben. Wir haben das im Kanal geschmissen. Also Pinsel hat das im Kanal geschmissen. Du fährst falsch. Du fährst falsch. Und jetzt sollen die sein Auto einbehalten. Das riecht wieder nach Ärger. Na, dann
würde ich gleich mal eine Anzeige machen. Du fährst falsch. Ach, ich weiß doch nicht, wo lang. Du weißt nicht, wo wir wohnen? Nee, ich kann mir den Weg nicht merken, weil wir jede Woche umziehen. Diesmal nicht, diesmal nicht. Ich hab gar keine Lust mehr, neue Wege zu merken. Diesmal bleiben wir wohnen. Aber es ist doch auch mal schön, hier vorbeizufahren bei den Reichen und Schönen. Ja. Philipp hat sogar unser Auto sauber gemacht. Nee, oder? Doch. Oh nein. Oh was nein, denn? Oh nein. Nein, was mit meine Pommes? Nein. Was? Nein, 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 nein. Ich jetzt da unterm Sitz hatte ich noch Pommes. Du hattest unterm Sitz noch Pommes? Hatte ich schon, ja. Hat der Philipp die weggemacht? Ja, großartig, echt toll. Wir haben zu Hause Pommes, schmeiß die Fritteuse an. So ein Mistkerl. Aber das waren die guten. Die guten Rösties? Ja. Wir haben doch zu Hause noch welche. Toll. Junge, Junge, Alter. P200 oder 2002P. Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Warum so früh? Ich würde mal das Preset testen mit dem Stream zusammen. Und dann haben wir uns gedacht. Also Pinky meinte dann so. Ach, die Ruhe! Pinky meinte dann so, lass mal arbeiten gehen. Und dann dachte ich mir, okay, komm. Machst du eine Stunde an oder zwei. Du fährst immer noch falsch. Wo würdest du denn lang fahren? Nach Hause! Hier. Ah, super. Bernie, danke schön für die Wiesam. Ja, ich war doch fast richtig. Und guten Morgen. Ja, aber nur fast. Ja. Dankeschön, Black Mama. Also, Fisch machen, verdammt. Und wir müssen noch was zu essen besorgen. Obwohl, die haben da Essen, ist ja Party. Aber ist das nicht voll teuer dann? Ich glaube, das kostet gar nichts. Die Tickets sind richtig teuer. Ich weiß nicht den Preis gerade. Ich glaube, das Essen und Getränke kosten was. Bin mir aber nicht sicher. Ich zock schon immer GTA RP. Sei bloß vorsichtig jetzt. Ja, ach egal. Boah, das hat funktioniert, ne? Was? Also schnell durchfahren. Sag mal. Ja. Was denn? Park vernünftig und bitte, bitte, bitte crash jetzt nicht in die Wand hinter uns. So gut. Ja, okay. Ich bin so froh, dass wir einen riesen Parkplatz haben. Ja, ne? Ja. Ja, das freut mich auch. Gott, das kann. Was ist denn jetzt schon wieder? Vielleicht solltest du dir Thursday meine Nummer größer bestellen. Oh, ja. Was? Vielleicht solltest du das meine Nummer größer bestellen. Ja, vielleicht solltest du dich meine Nummer größer bestellen. Ja, wenn es doch die ganze Zeit zwickt. Du zwickst. Was wolltest du nochmal machen? Ach so. Ich weiß nicht, was der Herr Juri hier vorher gemacht hat, aber ich glaube, du hast recht mit dem, was du sagst. Ja. Ich glaube, das ist ein richtig kranker Bastard. Sag ihm das ja nicht im Gesicht. Nein, versuch's. Versteh auch nicht, warum die hier auf den Fliesen Help Me schreiben. Das ist ein kranker Typ, ich sag's dir. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier irgendwann mal umgraben und ein paar Knochen finden. Ja, Dinosaurier. Und dann, ja, handle it well, forgive, forget, ja, ja, peace, peace, ja, ja. Das ist ein ganz komischer. Das ist auf jeden Fall ein Rehabilitationscenter. Weil hier stehen auch so typische Sachen aus der Gruppe. Steps to recovery. Hate yourself. Blame the world.
Accept Defeat. Ja. Und Be Reborn. Man soll sich selber hassen. Als Motivation. Ja, klar, dann machst du hier ja auch alles. Dann mähst du ja auch den Rasen. Ja, aber ich mag das. Ja, aber die vorher vielleicht nicht. Das kann natürlich sein. Guck mal, Twink, ich hab mir gedacht, da hinten ja, können wir so ein paar Stühle und so hinstellen. Oh, und ja, scheinigen Plätzchen. Ja. Komm, geh mal hin. Und da liegen auch noch Yogamatten. Yogamatten? Hast du mal Lust auf was Sport hast? Was ich bezweifle. Ach ja, sag's dir selbst. Ich mach jeden Morgen Sport. Ja, natürlich. Mach ich auch. Ja, aus dem Bett. Meinst du, woher diese stählernen Muskeln kommen in meinem Rücken? Nur weil du dann fertig bist und K.O. wenn du aufstehst, ist das noch lange kein Sport. Doch, jede Bewegung Sport. Nee. Oh doch. Nee. Guck mal, die haben sogar einen abstrakte Kunst von deinem Popo hier. Oh, schick. Da vorne der Stein. Das ist dein Arsch, der ist Ebenbild für gewesen. Das kann Musterbild nicht sein. Doch. Meiner ist für... Oh, doch. Links ist kleiner als rechts, genau wie bei dir. Nee. Oh, doch. Nee. Oh, doch. Nee. Guck mal, genau das gleiche Härchen. War nicht wahr. Oh, doch. Wenn ich mir das hier so angucke, ne? Ja. Nee. Hol doch. Nein. Aber was hältst du hier so ein paar schöne Gartenmöbel hinstellen? Da kann man was. Ich hier so gucke, ne? Ja. Da vorne. Das ist ja einfach nicht richtig. Wo guckst du hin? Da. Direkt vor mir. Aber hat schon was Feminines. Und jetzt achte. Jetzt achte, okay? Ja. Achte gut. Hier, so, und... Oh mein Gott. Siehst du? Ja, sieht genau gleich aus, sag ich doch. Überhaupt nicht. Jawohl. Guck mal hier. Tut dir nicht weh. Wir brauchen dich heute noch. Was hältst du nur davon, den paar Gartenmöbelchen hinzustellen? Vor der Busch. Das können wir machen. Komm, geh erstmal duschen. Willst du im Pool? Ich würde da oben vielleicht auch gerne nochmal gucken. Nicht, dass da noch mehr solche Nachrichten sind. Da oben wird Oma Turtle. Und komischerweise geht doch immer Pinsel nach oben. Der ist verknallt, glaube ich, aber vor. Ich habe den gefragt in so einem männlichen Moment. Zwischenmenschlichen Beziehungsmoment. Ob der auf Oma Turtle steht und er meinte nein. Ach komm. Hat er gesagt. Wahrscheinlich hat sie ihm einen Korb gegeben und dann wollte er da nicht zustehen. Wollte so sagen, nein. Und die... Nee. Was hältst du eigentlich mal irgendwann mal von einer Runde Tennis? Ich mag ja wirklich das Wetter hier, ne? Immer so schön warm. Ja. Echt toll. Das ist ein Schild. Oh, hier sind ja 3 Wohnungen frei sogar. 2 nur noch. Parsons Rehabilitationscenter. Rehabs und America. Ich wusste gar nicht, dass die 3 Wohnungen sind. Ja, auch nicht. Hier hat mein Dr. S. Green gewohnt. Oh ja. Toller Name. Scheißname. Und hier Dr. P. Chen. Oh, ich glaube, der war Asiate. Oh, das noch. Und hier wohnt, glaube ich, die Oma. Hier wohnt die Oma. Ja. Yep. Schön leise, damit wir sie nicht wecken. Die hat sich das direkt mit dem Terrassentür geschnappt. Hallo, Captain Ludelot. Oh, ist das schön hier. Wir haben schon eine schöne Aussicht auf die Berge, ne? Ja. Oh, da muss man Rasen mähen, guck mal. Ach du Scheiße. Das ist zu viel, da fahr ich gleich hoch. Ja. Guck mal, super Pool. Oh, unsere Liegen sind angekommen, toll. Super. Großartig. Wow. Mal sieh mal sowas.
Die hält mich nicht aus. Die hängt voll durch. Sind die gut? Nee. Oh, so. Wenn ich das Gewicht so verlagere, geht's. Oh. Einfach meine Sonne brutzeln und die Seele baumeln lassen. Oh, du sagst es. Mach ja keinen Körper jetzt rein, schön nicht nass werden. Ja, wie jetzt? Warum denn nicht? Will jetzt nicht schwimmen. Ich spiel ein bisschen mit Hashish. Lass doch mal den Becken frei. Wenn der wiederkommt, gehört er dir. Der gehört auch so mir. Lass den doch mal fliegen. Oh, der gehört mir. Lass ihn doch mal fliegen. Lass mich in Ruhe. Tu ihm doch mal die Kette von den Füßen ab. Spring jetzt ja nicht ins Wasser, du hast den Vogel im Dekolleté. Doch, aua, Mann. Oh, Mann. Du bist wie... Oh, komm, ja, ja. Weiß ich, was oh, mein Gott. Döpfst du den Vogel? Gefällt dir das? Gefällt dir das? Oh. Wenn das der Tierschutz sieht. Ach, der Tierschutz. Er kann sich mal um deine Läuse kümmern. Ich hab keine Läuse. Ja, ja, ich du auch hast nicht. Läuse. Pack den Klappstuhl weg. Das... Mann, ey. Gewatt. Ja, nix. Gewatten. So ein bisschen Beleuchtung wäre hier noch schön, ne? Ja. Ist es dir okay? Was denn? Ja, alles gut. Ja, warum? Geht es? Mir ist nur ein bisschen kalt. Also. Mahlzeit? Ne, wir haben nicht 19 Uhr. Wir haben ein bisschen Frühschicht. Und Dankeschön für 100 Bits, Otto von Kessel. Und Tee, Frau Schokolu. Becknischen, komm mal. Warum? Komm mal. Boah, richtigen Bananenstau hier. Was denn? Ich finde, wir sollten mit dem Onkel Juri noch mal reden. Warum? Mich stört die Tankstelle da. Was soll der machen? Soll er die abreißen? Ja. Nee, das macht er nicht. Das ist doch nicht sein Grundstück da unten. Soll er es kaufen und dann abreißen. Aber das ist doch gut, dass wir eine Tankstelle in der Nähe haben. Da kann man ja, Snacks kaufen voll in und tanken. Sichtfeld, das gefällt mir nicht. Aber du musst doch nicht da hingucken. Ja, aber was, wenn ich hier gerne mal runtergucken möchte? Ja, und was ist mit dem Industrie da hinten? Ja, das kann auch weg. Wer soll das bezahlen? Ja, Juri, der hat doch so viel. Ja. Ich glaube, der hat nicht mehr so viel, nachdem er die Insel gekauft hat. Ach, doch. So teuer kann es jetzt auch nicht sein. Das da hinten, was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Darf man da hin? Weiß nicht, aber ein Sena und das Ding ist weg. Guck doch da auf die Berge. Ja, dann sehe ich trotzdem aus dem Augenwinkel die Tanke. Dann setz dich auf die Liege, Mann. Doch zu meckern. Guck dir mal an, wo wir wohnen. Wir haben vorhin im Dings in der Scheune gepennt. Ja, und jetzt habe ich halt höhere Ansprüche. Ja. Bist auf einmal eine Frau von Welt geworden. Ja, natürlich. Guck mich an. Du willst doch nur einen Zweitwagen haben. Stimmt, haben wir gar nicht geguckt. Ich weiß doch gar nicht, wie das Auto heißt. Weiß ich auch nicht. Alles willst du. Und einen neuen Ring. Und bald kommst du mir an, ich will ein Handtäschchen. Ja, vielleicht will ich das auch. Nee. Was sofort? Wir müssen sparen. Ich brauche Geld für Glücksspiel. Ganz sicher nicht. Ja, wir müssen trotzdem sparen. Na, wir können jetzt erstmal nach meinem Auto gucken. Jetzt noch. Aber ich weiß doch gar nicht, zu welchem Auto es und wie das heißt. Okay, aber dann heute Abend. Nein, weil es gibt doch die U-Life-App. Ja, dann schau halt. Moment. Heute noch. Mann, beruhig dich. Ja, komm aus dem Quark. Komm du aus dem Quark.
es gibt doch auch hier so eine Autoseite. Erste Seite, die ich aufmache, natürlich Glücksspiel. Den Bischof seinen Laden mache ich auch noch zu. Den Bischof seinen Laden machst du zu? Ja. Ich glaube, da kommen wir nicht gegen an. Ach. Mal zusehen, wie fix das geht. Oh mein Gott, wie heißt denn das Auto? Auto ist einfach so süßes Auto. Ich glaube, das ist der Easy Classic. Den müssen wir suchen gehen. Lass mal. Ja, lass bei PDM versuchen dann. Erste Anlaufstelle. Fehlerdaten. Tatsächlich ist dieses Haus schon ausgebaut, weil da. Weil Juri wohnt da hier, ne? Wir wohnen ja hier nur zu Miete. Der hat das schon ausgebaut hier. Das ist ja schon fast komplett fertig. Ich weiß nur nicht, ob es mal irgendwann reinkommen wird oder nicht. Das werden wir sehen. Und Big Smile, danke für den Prime 5. Und Mardo, danke schön für den Wiesam 6. Und Basic Reed, danke schön. Aber wenigstens habe ich jetzt jemanden, der für mich da ist, wenn du mich wieder alleine lässt. Ich habe dich noch nie allein gelassen. Und ob? Erzähl nicht. Easy Classic heißt der. Wir sollten noch. Ich kann mich nie wieder bei der Werkstatt blicken lassen. Ja, wie? Warum nicht? Ja, weil die Geld von mir wollen, 6.000 Dollar. Ja, sagst du einfach nee. Ne, sag ich schon nee, so Hase Peter mir vom Gehalt abziehen. Ja, hast du nicht fertig. So ein Spazieren gehen, dann geht das schon. Außerdem war ich das gar nicht schuld. Ja. Das war die Ölspur vom Auto. Was ist das schön hier? Ja, wirklich schön. Was hast du denn eigentlich gedacht, als wir dich in dem Tennisschuppen eingesperrt haben? Hm? Als du Gorilla Twinkie warst. Was soll ich schon sagen, ne? Wie hast du das eigentlich geschafft, aus dem Stand auf ein Auto drauf zu springen? Ja, kannst du mal sehen. Ich wusste gar nicht, dass du solche Kräfte besitzt. Wenn ich will, dann kann ich das. Dann kann ich auch ein Auto umkippen. Da können die anderen aber froh sein, dass es uns keine Gangster geworden sind. Werden sie alle Platz gemacht. Ich sage dir. Da hätte ich aber Bretter verteilt. Wir hätten die Kreise gesprengt. Wem ist eigentlich dieses hässliche Auto da vorne? Das ist von Opa Willi. Hässlich. Soll runter vom Hof. Warum? Lass dich abschleppen, nee. Nein. Lass es doch stehen. Das macht das Grundstück, das wertet das einfach ab. Ich fahr jetzt. Oh, der fährt. Ja. Wir weinen. Du musst nämlich an deiner Fahrkunst noch ein bisschen fallen. Oh, ich war super. Ja, für jemand. Ja, und ich sollte vielleicht vorne mal einsteigen. Ja. Aber über mich meckern, ja, ja. Ja, und? Ja, das sind ich die wollte richtigen. Nur den Sitz nach vorne schieben, bisschen. Nach vorne, klar. Seh dir ruhig selbst ein, dass du dünn bist. Hau rein, Vinci. Oh, das klappt super, wenn man schneller dagegen fährt. Tust du mir gefallen? Button. Oh mein Gott, springst du kurz in die Tanke und kaufst was zu trinken? Die Esli hier? Ja. Ich will dich nicht auch noch unterstützen. Was erzählst du? Oh ja. Was gefällt denn da drinnen so? Ich glaube, hier brennt's. So, was willst du? Was zu trinken. Hast du dir einen Wunsch? Loco Kokoswasser oder so. Oder Fanta. Boah. Cola Sprite. Slushy. Irgendwas, was die haben. Danke. Dab. Alles frisch in der Buchse oder wie? Ja, alles gut, gut, gut. Ne? Hier, mein Männchen, der hat Durst. Ah. Nee, kein Bier, das tut dem nicht gut. Vielleicht irgendwie was Süßes oder
das nicht, das nicht. Oh, was haben sie denn? Ich finde das Preset richtig schön. Nee, das wird er nicht. Ich weiß nicht, ob das im Stream so rüberkommt, aber die Farben sehen richtig gut aus. Kokoswasser. Aha. Und was anderes haben sie hier nicht. Ja, okay, den nehme ich auch noch. Okay, wie viel macht das dann? Das ist ein Preset, das hat Juri mir gegeben, das ist ein... kostet Geld, ist von Patreon ein. Das können sie behalten. So realistic Preset. Natürlich. Da die Farben nicht so knallig sind und also Scheiß. Ja, ist schon klar. Okay, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja, man sieht sie. Übrigens, ne, den Laden könnt ihr ruhig mal umziehen. Ja, sie sind mir im Blickwinkel. Ich mach das eben nicht. Es gibt doch genug andere Tankstellen. Oder schieben sie die halt ein paar Meter weiter hinterm Berg. Mado, weil wir online waren. Dann von meinem Anwalt. Dann dachte ich mir, okay, machst du eine 2 Stunden an. Mit Arm gibt's ja trotzdem Sack, heute. Ey. Warum hat das so lange gedauert? Ja, wir haben uns kurz unterhalten. Oh Scheiße, gib Gas, gib Gas! Warum? Gib Gas jetzt! Warum? Kommt ihr da mit einem Schläger raus, was denn mit dem ist? Ich hab gar nicht gesehen. Was hast du nur dem angetan? Gar nichts. Das ist einfach ein Freak. Boah, ich hab richtig Bock auf heute Abend, ehrlich. Ich hab hier was. Ich bin gespannt, was ihr aufgezogen habt. Mach dir eine Kettensäge, Mann, Schufa. Das ist von der Oma, die. Ach, die mit einer Kettensäge. Ja. Da. Und bitteschön. Danke. Ja, kein Problemchen. Mach ich doch gerne. Ich hoffe, dass der Wagen nicht so teuer ist. Versicherung kostet auch wieder Geld. Ah, das hat dich nicht zu interessieren. Ach, ist ja nicht mein Geld, ne? Ja, hättest du mal vorm Glücksspiel nachdenken können, ne? Muss ich was zahlen? Bischof hat gesagt, ich muss nicht zahlen. Also habe ich 70... Habe ich 76.000 Dollar. Du hast aber gespielt. Ja, trotzdem. Oh, kommt's an. Aber es ging um nichts. Das hat der denn... Oh, Gott. Hat der Crack geraucht? Keine Ahnung. Ich stelle hier keine Fragen mehr. Hier war letztes Mal großer Polizeieinsatz. Warum? Weiß ich nicht. Wir haben hier einen Kunden hingefahren. Der wollte nicht bezahlen. Und aus irgendeinem Grund kamen dann 9 Polizeiautos hingefahren. Weißt du noch hier unser großer Unfall? Oh, das war schrecklich. Wir haben schon eine Menge erlebt. Ja. Das stimmt, du. Das stimmt. Unser Leben ist ein ganz schönes Abenteuer geworden. So, schauen wir hier mal, oder? Ja. Oh. Ich hab richtig... Ja, das geht nicht, aber ich bin so gespannt. Ich hab richtig Bock, verdammt. Sag mal, geht's? Mein Gott, oh Mann. Wer wirft denn da Knaller? Ich weiß weder wie. Du redest. Guten Morgen. Pass auf, wir suchen ein Auto, ein kleines Süßes. Haben gehört, da ist irgendwie Easy Glass. Ja, wir haben sie nicht. Sie haben ja nicht mal zugehört. Ja, wie? Ich suche einfach nur ein kleines. Ja, okay. Easy Classic. No, reden Sie mir nicht ins Wort. Easy Classic. Sie können Ihre Frau zu Hause so behandeln, Sie dummes Arschloch. Genau. Haben Sie nie die Classic oder nicht? Ja, wie nee. Wo kann man den denn kaufen? Warum wollen Sie uns das nicht sagen? Ich scheiß auf Ihre Konkurrenz. Genau. Drecksladen. Drecksladen, dann besorgen Sie richtige Autos hier. Genau, nicht so ein Scheiß. Arschloch. Oh, Wichser. Wir müssen nach Paleto dann. Okay. So ein Penner. Ja, du sagst. Der könnte nicht mal. Könnte man nicht mal so reden wie wir. Oh, das ist einfach ein Hund. Schlag ja nicht die Scheibe ein.
Als würde das noch rauffallen. Wie, das Auto ist doch super ein Schuss. Ja, muss ich wohl spazieren gehen. Ja, mit deinen Fahrkünsten. Ach komm. Guck mal, wie smooth ich fahre. Das hier ist smooth criminal. Wenigstens ist das. Das wird nicht wie ein... Ich schwöre, ich rede auch so, ne? Bist du doch eh immer. Lack. Lack. Diese Helikick. Ach komm. Guck, haben wir mal... Oh, da ist doch das Auto. Oh das ja. Du, ne? Ja, warte, bleib mal kurz stehen. Was hast du vor? Nicht mal Probe sitzen kann man. Ja, normal, die wissen, dass der Pinsel unterwegs ist. Was für ein Asi. You Motherfucker! Du musst nicht gleich direkt als Motherfucker beleidigen. Ja doch. Nee. Die haben eine bestimmt oben. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Ich hab mehr Hunger als du. Das ist nicht wahr. Doch. Nee. Doch. Nee. Mein Magen knurrt schon seit bestimmt einer Stunde. Dann kannst du ja gleich was kochen. Ja, ich muss wieder kochen. Du hast mir Waffeln versprochen. Du kriegst deine Waffeln. Ich hoffe. Ja, ja. Jetzt hängt der Hausding schief, das sag ich dir aber. Ganz sicher nicht. Ganz sicher doch. Ganz sicher von auf mir. Je- auf Ruhe. Mein sind Freund. Schon sind schon ein bisschen süß. Ja, so kann man es auch sehen. Ja, du keine Hobbys. Ja. Ob die Bank jetzt einen Kredit gibt? Wieso? Wofür? Weiß ich nicht. Ja, wie? Ja. Musst du doch wissen. Einfach so? Ja, im Grund musst du schon angeben. Ich hätte gern ein Boot. Ein Boot. Was sagt denn unser Privatvermögen? 170.000 Dollar? 130, 137. 400 noch was. Wissen verbluten, sie finden eine Blablabla. Bla, ja, interessiert mich nicht. Scheiße Werbung immer, ich sage dir. So eine Scheiße. Solche Werbung bekommst du, verstehe ich aber nicht, warum nicht so, wenn irgendwo ein Event stattfindet, warum die da keine Werbung machen. Ja, keine Ahnung. Das interessiert mich viel mehr. Ja, mich auch schon so. Komisch. Okay, ja, fühle ich. Also, Mittag könnte ich wohl machen, ja, so. Gleich wird erstmal was gegessen und dann wird noch ein Stündchen Haier gemacht. Ja. Aber wirklich Eier machen, ne? Ja, vielleicht leg ich mich im Sessel rein. Ja, okay. Guck ein bisschen meine Serie. Ja, können wir machen. Nee, ich will alleine gucken. Ja, wie? Warum? Hey, du guckst doch den Bachelor.
Ja, aber vielleicht will ich auch was mit dir zusammen gucken. Vielleicht will ich wohl mal meine Ruhe. Oh, okay. Toll. Ja, wir gucken zusammen. Gib dir deine Ruhe nach. Ja. Mann. Oh, hallo, Rico. Ey. Und hallo, Veluro. Du bist nur am Meckern. Ja, alles super. Ach komm, du gibst Ruhe dahin. Nee, du. Oh Gott, das klingt sehr, sehr... Ach, die ist nur Meckern. Ach komm. Ist sie Sport, haben die hier nur... Wissen Sie, wo der Easy Classic verkauft wird? Oh Gott, da fragen sie mich was. Nee, ich schau gerade selber nur. Wollen Sie sich das Auto auch holen? Ach, ich guck nur, was irgendwann mal in meine Preisklasse passt. Welches Auto suchen Sie? Easy Classic? Easy Classic. Genau. Ich guck jetzt in diesen Fahrzeugkatalog. Hier ist nur der Sport. Oh, hier, easy. In Sandy Shores verkaufen die den. Na, der hätte auch mal eher sagen können, $20,000. Ne? Welches Auto suchen Sie? Wie gesagt, ich schaue gerade nur. Ich bin noch nicht lang da. Wahrscheinlich wird da hinten mein Freund auf längere Zeit bleiben. Ach, die Möhre da hinten. Ja, das, was beinahe zusammenfällt. Ui. Ja, ich meine, ist ja auch schick. Besser als gar nichts. Ja, das ist richtig. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen was, ne? Ja, viel Erfolg. Jo, hau rein. Jo, ciao. Tschüss, schönen Tag noch. Bitte. Kein Schuss. Lauf selber. Handyshows. Autoladen. Ja. Wo ist denn dein Autoladen? Ach, hier ist einer. $20,000. Das geht aber. Oh Gott, sagen, jetzt wird die nicht gemeckert. Den kannst du dann 2x XL nennen. Und der ist klein. Du bist klein. Was? Ich bin strammer 1,90. Ja, nichts. Klar. Weh, du flirtest heute Abend auf der Party mit einem. Ja, warum sagst du mir das? Ich kenn dich, wenn du beschwipst bist. Ach ja? Was ist denn mit dir? Ich trinke keinen Alkohol. Ja, ich erinnere dich aber gerne an die Sache mit der Ärztin. Was für eine Ärztin? Wo du dir voll auf den Titten gestartet hast. Hab ich überhaupt nicht. Hast du wohl. Hab ich nicht. Hast du doch. Du meinst Alex? Ja. Stimmt nicht. Oh nee, was hat das mit Alkohol zu tun? Ja, gar nichts, aber mit Flirten. War kein Flirten. Hab ich ja gar nicht getan. Kann ich nicht hören, wir sind im Tunnel. Schlecht hier gerade. Irgendwie, keine Ahnung. Wenn wir wohl miteinander kommunizieren. So. Ich weiß gar nicht, dass dein Autohaus ist. Ja, du weißt vieles nicht. Ich weiß alles. Frag mich, frag mich, frag mich. Los. Ich will jetzt nichts fragen. Ja. Weil du weißt, ich weiß alles. Weißt du nicht. Weiß ich doch. Weißt du nicht. Ach, komm, hör auf. Hast du eigentlich die Möbel, jetzt wo wir gerade hier vorbeifahren, die Möbel storniert? Nee, warum? Ja, weil wir die nicht mehr kaufen wollen. Ja, wieso nicht? Ja, was sollen wir damit? Ja, ich fand die trotzdem schön. Im Haus von Herrn Jui sind Möbel. Ja, können wir ja auswechseln. Nein, die sind doch voll schön. Ja, ich den fand Kaffeetisch die schöner. Gesehen? Und den Glasaschenbecher. Ja, ist ein toll. Dann storniert das. Du hast das bestellt. Ja und? Du musst anrufen und stornieren. Du kannst doch sagen, dass du mein Mann bist. Ja, dann wollen die Ausweis machen. Ja,
Warum gebe ich dir den Ausweis, Mann? Oh mein Gott, hier soll man das kaufen können. Ja, sieht doch seriös aus. Ja, voll. Na komm. Oh. Da fällt der Sheriff im Mobbett. Schwarzlappe, danke schön für die Prime Sub im 15. Danke. Schön. Ja, und zwar wollte ich den Easy Classic. Nee, den Classic schon. Ja. Warte noch mal. Easy Classic, genau. Ja, hab ich doch gesagt. Mann, ja, ich wollte nur mal gucken. Entschuldigen Sie, mein Mann, bitte. Das ist ein Idiot. Du bist ein Idiot. Okay, ja. Haben Sie den denn hier, Karte, den Easy Classic? Oh, das ist gut. Den würden wir direkt mitnehmen und mit Karte zahlen. Jetzt könnte ich nicht für mich selber reden. Ja, warte. Eins, zwei. So, das sollte richtig sein. Okay. Sind wir rausgefahren? Okay, supi. Gut, dann bedanke mich. Danke. Wünsche ich auch. Tschüsschen. Tschüss. Hast du Schlüssel bekommen? Ja, hab ich. Oh, da ist er. Mal wieder ein Schwarz, wie immer. Ui. Jetzt mach erstmal so, mein Gott. Das sind Reifen, Alter. Wow. Da müssen aber 17 Zoll Felgen drauf. Das hast du ja nicht zu entscheiden. Ach, aber du, ne? Ja, ist ja mein Auto. Ja, dann fährst Auto. Du meinen 5XL nicht mehr. Hä? Dann fährst du dein Auto nur noch. Ach so, okay, so ist das, ja. Mach erstmal eine Sitzprobe. Sind wir jetzt also getrennte Personen? Ah. Oh mein Gott, das sieht eng aus. Und? Ja, das passt. Das passt. Du klingst, als würdest du keine Luft bekommen. Nee, geht. Passt? Geht alles. Ich weiß nicht, ob ich da auch noch reinpasse, ne? Alles gut, lass einfach, lass. Nein, lass. Soll ich nicht einsteigen? Nee. Ach komm, wir probieren mal Belastungstest. Oh mein Gott. Oh Gott. Kannst du rücken? Kannst du rücken? Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich krieg keine Luft. Wer soll da hinter uns noch sitzen? Aber, oh mein Gott. Ich fühle mich jetzt wirklich neu geboren. Ja. Tolles Auto. Das war eng. Ja, du musst den Versicherung abschließen, anmelden gehen, ne? Ja, mach ich später. Dann fahren wir nach Hause? Ja. Okay, ich wollte noch rasen. Kann man hier... Oh, alles zerbeult. Schnell. Hallo, Rekrut. Fährst du vor? Ja, nein. Wie klein, guck mal, wie klein. bist du bescheuert? Sag mal. Bitte, was hast Sag mal, du hast gesagt? Du Crack geraucht? Was? Hau ab mit deinem komischen Einkaufswagen. Ja, was? Guck, wie klein dein Auto ist. Was willst du denn? Ja, fahr du vor. Ja. Ich hol dich ein im Windschatten. Okay, auf geht's. Oh mein Gott, du dumme Sau. Das Ding überhaupt losfährt. Es sieht so dumm aus. Also, es gibt eine Menge coole Autos, normale Autos. Aber hier fahren sie alle immer nur Supersportwagen. Ich finde den voll süß. Das ist echt ein Einkaufswagen, das ist eine fahrende Cola-Dose. Oh mein Gott! Komm schon, Unity, wir fahren weiter. Ich bekomme jetzt wieder einen Schuss. Ich glaube, mein Auto hat dich angesaugt.
Twinkie? Hilfe! Scheiße! Hör auf! Oh! Ach du! Bist was ist denn dein Vogel? So bei der Fahrt anzugehen, dummer Vogel! Hat er dich angegriffen? Oh! Aus dem Nichts raus! Wir gehen doch jetzt essen! Ja! Oh mein Gott, ich bin wahnsinnig, Alter. Oh Gott. Ui. Ui. Das ist unfassbar lustig. Die hat einen Papagei. Einen kleinwüchsigen Papagei in ihrem Dekolleté. Mann, Mann, Mann. Mit die Haken. Die wacht halt auch. Die macht halt auch RP mit sich selber, ne? Guck. Das ist dumm, Alter. Ja, ja, heute Abend ist Party. Ich glaube, heute Abend ist richtig, richtig Party, Alter. Ich bin echt gespannt. Dieses Tor. Das kann nicht dein Ernst sein. Was denn? Das ist so ein kleines Auto und du schaffst nicht zu parken. Ich hab doch geparkt. Ja, aber wie? Warum? Brauchst du mir nicht erzählen. Ach, gib Ruhe, du kriegst sie ja. Gott, ey. Sieben bis neun Flugzeuge, Alter. Hey, hey, hey. Ich tu noch Haschisch im Teich. Ah, mach, mach, mach. Gehst du schon rein? Ja, ja, ja. Bis gleich. Ja. Habt's lieb. Ja. Sag, dass du mich lieb hast, du dumme Kuh! Ich hab dich auch lieb, Speckmädchen. Ja, geht doch. Haschisch, du machst Urlaub. Papa kann ich nicht mitnehmen heute Abend auf Arbeit. Ich mähe noch den Rasen. Oh, Scheiße, nee, das bin ich rein, nicht von mir. Ach komm, 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 komm. Ja, geh bloß rein, ey. Alter. Ich wollte mal in den Soundtest vom Rasenmäher. Wir müssen mir sagen, ob das zu laut ist. Der Rasenmäher muss auch noch lackiert werden, Alter. Oh mein Gott, du kannst hier ganz hochfahren. Der steckt fest. Halt's Maul. Nein! Oh Mann, ey. Drecksding! Ah, hier hoch halt.
Angenehm, ne? Okay, gut. Genau so würde ich das einstellen. Nur so ist angenehm, der Sound geht dann echt auf den Nerv nach einer Zeit. Wenn das der Juri irgendwann sieht, Alter. Wo man den Rasenmäher hinkriegt, weiß ich nicht. Irgendwelche Firmen können den kaufen. Soll ich den Ticken lauter machen? Schieß! Wartet. Ich will den nicht zu laut machen, weil das ist nervig. Ich mach den 1 Dezibel lauter, Mann. Hallo Marienchen. Ja, das V-Wag wie Turbo. Ja, sorry, das ist aber normal, dass das über Teamspeak lauter ist. Du musst halt, wenn du solche Sounds abspielst, die laut werden, du musst halt zwischendurch mal reden, dann werden wir wieder leiser. Also quasi, wenn du am Fegen bist mit deinem Sound und du siehst, jemand kommt oder ich komme oder Twinkie oder so kommt, musst du halt reden, dann sind die wieder leiser. Kuba, guck, wo ich geendet bin. Hier ist Roleplay, Junge. Nixus. Hey. Komm. Jetzt ist aus. Ich muss da hochfahren. Hier ist scheiße. Hier ist alles voll mit Rasen. Warte mal, das gehört ganz zum Grundstück. Runter hier. Nee, ich geh nicht schlafen. Ich hab genug geschlafen. Ich muss gleich nur essen und so noch. Echt mega entspannt, ne? Immer geht der aus. Ich habe Farming Simulator noch nie gespielt. Ich gucke gerne auf Twitch diese Streams, wo die in echt mit Dings rumfahren. Also Real Life Farming Simulator. Das ist chillig. Besitzer vom Hotel, wir haben das dem Kiez wiedergegeben. Weil wir hatten dafür im RP keine Verwendung. Und wir hatten ja auch eigentlich alles geklärt mit denen. Und wäre halt schade, wenn Juri sich so viel Mühe dafür gegeben hätte und es wird nicht bespielt. So. Ich denke schon, dass Walle und Jan und so da was machen. Sonst wird es halt komplett leer da rumstehen. Wäre halt auch schade für den Server. Aber hey, Junkie Park kann nur brettern und macht keine RP. Aber...
Hallo, hallo. Ja, Jack ist noch unterwegs. Aiden ist unterwegs ein bisschen. Ich glaube, Nick noch. Schoko, glaube ich, keine Ahnung. Brettern kannst du nicht. Ich bin trotzdem besser als du noch, Dexis. Ich könnte brettern, ich will nur nicht mehr. Ich setze mich lieber hier zur Ruhe. Guck. Im Prinzip kann man sagen, dass ich Curtis bin, nur 20 Jahre älter und dick. Hab mich zur Ruhe gesetzt, bin real OG. Mach den Scheiß seit 2017, Alter, mit der Gang Pommes. Kein Bock mehr. Immer das Gleiche, Alter. Keiner findet irgendwas neu. Ist absolut langweilig. Ich bin Senior Kütis Usch. So, fertig hier. Nach Oma. Oma Törtchen nur wach machen. Doch, es gibt, na klar gibt's Curtis noch. Der wird auch auf Unity nochmal ausgepackt. Aber nicht mit Gang. Kann ich jetzt schon mal spoilern. Aber ohne Gang-AP. Eieiei. Na hör mal. So nicht. Kollege. Da meckern nicht am System, alles ist gleich, sondern sei du der, der die Regeln bricht und erfinde was Neues, was nicht Peanut ist. Ich glaube, du hast RP nicht verstanden und das tut irgendwie weh, wenn du RP-Streams guckst. Im RP kommt dir nicht drauf ein, was ein Einzelner macht, sondern wie dein Gegenüber auch darauf reagiert. Und wenn du Fußball spielen willst und einen neuen Fußballer findest, die anderen spielen aber alle Tischtennis, kannst du den besten Fußball der Welt haben. Bringt dir gar nichts. Dann müssen alle an einem Strang ziehen. Tun sie aber nicht. Weil alle nur von rechts pushen wollen. Kollege Barfuß. So, fertig. Ach, ich glaube nicht mal, dass das großartig auch was mit Verlieren zu tun hat. Das ist halt die Generation, die damals halt so Leuten wie einem Kuba und so mir und allen anderen so zugeguckt haben, die da noch keine RP spielen durften, weil die selber ab 18 waren. Die haben das damals gesehen und die gewissen anderen Dinge davon nur übernommen. Kann man den ja auch nicht übel nehmen, so jeder spielt, wie er möchte. Ist ja auch nichts Schlechtes. Kann ja auch Spaß machen. Nur das ist halt nichts mehr für mich. Für mich persönlich. Versteht ihr? Ich bin's leid. Samstag, was geht ab, Snoop? Von der Bomb. Boom, Headshot. Black Moon, danke schön für den Resub im 14. Monat. Und Gladi, danke auch für den Resub im 14. 14 Monate Fettsack-Power. Hallo, Curtis Kusch, was geht? Black Moon. Gang Pommes wurde durchgespielt, ja. Ich habe mich halt immer mehr, ich glaube, mehr damit befasst als ihr. Also denke ich, kann auch sein. Das Ding ist halt so, im amerikanischen Bereich wie YBN und so funktioniert das. Aber da sind andere Systeme halt schlecht. Und wenn ich schon sehe, dass so ein Server wie Lucky, wo die das wirklich so sehr, sehr hinterher sind mit dem Gang-AP und sehr viele Regeln aufstellen und das auch beeinflussen von außen, dass das nicht mal da wirklich funktioniert, dass es da kein Mittelding gibt, entweder hast du so richtige Bretter-Pommes, Alter, oder es ist einfach absolut stinklangweilig. So ein Zwischending gibt's einfach nicht. Find ich. Es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir brauchen darüber auch gar nicht reden. Das ist einfach so. Es gibt einfach, und das siehst du bei jedem RPler. Das hast du bei jedem, bei den besten RPlern, die es gibt, hast du es gesehen. Irgendwann ist eine Sache einfach durchgespielt. Und dann erfindet man sich vielleicht neu. Auch wenn es nur ein bisschen ist, wie ich jetzt mit Peanut gemacht habe.
Na klar, Pina Züge von Curtis, aber Curtis bin ich. Ich bin Curtis. Und der Charakter hat die Züge von mir. Jeder Charakter, den ich spiele, hat Züge von mir. It is what it is. Und immer dieses Jugulü. Mir würde es mehr Spaß machen, mit normalen Autos abzuhauen, wenn überhaupt. Weil es ist eine Konzeptsache, ne? Damals war es Camacho Homestead, Camacho Meter. Hier sind die Jugulas. Auf Alternate war ein Schafter vor 12. Klar ist die Eis auch die Uhr, Mann. Die ist aus freshem Plastik. Ist halt wirklich immer der gleiche. Wir haben so viel unterschiedliches Gang-EP gesehen, überall. Alternate damals, Alternate Classic. War ja auch ruhigeres Gang-EP. Aber irgendwie, glaube ich, war nie einer so vollkommen damit zufrieden. Aber hat gesagt, sobald alle mit normalen Autos Sachen machen, kommen auf CWVPIs bei den Cops. Du meinst Fischer, glaube ich, hat gesagt, ne? Sobald die Gangs anfangen, normale Autos zu fahren, dass da bei der Polizei auch was geändert wird, ja. Wird's aber nicht sein. Ja, ja, King Easy, ich weiß, was du meinst. Ich hab das mitbekommen. Geht halt leider viel zu oft ums Gewinn auf beiden Seiten. Das ist ja nicht das Schlechte. Die ganze Immersion von GTA ist darauf ausgelegt, ne? Mit den Gangs, Polizei und Intrigen, so wie der Kiez macht zum Beispiel ERP. Die sind sehr darauf berufen, so ihre Mentalität und die Auftreten und für die gibt's Freundschaft und Freundschaft geht über Geld und dies und das. Und es muss immer eine Seite geben, die verliert. Das ist im echten Leben genauso. Du möchtest im RP irgendwas haben, also musst es dir holen. Und es kann sein, dass in dem Moment jemand anders das hat im RP und dann musst du ihm das wegnehmen und dann gibt's da wieder einen Verlierer. Das ist halt immer so. Ja, man Gangs nur Lolos, fühle ich. Ja, wenn die den Oldschool-Trip fahren, warum nicht? Ich finde das auch schön. Wo habe ich das gesehen hier auf Unity? Ich glaube, das war am Anfang 187. Das war Logan und seine Truppe. Die haben mal so ein Lowrider-Dings gefahren. So ein Konvoi. Allgemein finde ich das sowieso, die Southside oder allgemein alle Gangs. Ist ja voll so, wie sagt man, nicht berufen? Wie ist das Wort dafür? Verpönt, wenn Gangs untereinander RP spielen. Aber ich sag euch eine Sache, Gangs haben nichts anderes. Gangs haben nichts, Alter. Und ich würde das cool finden, wenn die Gangs miteinander RP spielen und mal so Lowrider-Treffen veranstalten. Oder wie viel das vorhat mit dem Boxclub und so. Und die ganze Kacke, die sollen untereinander RP machen. Vielleicht müsste man das auch von Server-Seite aus, von Konzept-Seite aus ändern, dass es auch nicht mehr diese riesengroßen Gangs gibt, sondern so kleinere Sets von 6, 7 Leuten oder so. Damit dieses Clusterfuck-RP nicht entsteht. Verrufen, ja, oder so. Manchmal finde ich nicht die richtigen Wörter. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich immer wieder, wenn eine Gang so viel Geld hat, wieso die nicht umziehen in eine bessere Gegend? Ich meine, ist das nicht der Traum, aus dem Ghetto zu kommen? Kobus fängt erstmal damit an, dass die Leute, die ein gewisses Viertel im RP bespielen, das gar nicht so bespielen, als wären die da aufgewachsen, als wäre das ihre Hood oder ihr Turf. Das sind einfach dazugezogene Leute, die aus dem Stadtpark kommen meistens. Weißt du, die deepe Story dahinter fehlt einfach auch. Deshalb gibt es auch so Gangs, die in der Eastside oder so wohnen, die tragen dann rot, die sagen, yo, ich bin real blood motherfucker, Alter. Und dann kommt eine andere Gang und dann werden die weggescheppert und dann sagen die zu denen, yo, ihr zieht die aus und die ziehen aus. So was dürfte es eigentlich nicht geben. Beide Sachen nicht, ne? Erstens, dass die ausziehen und zweitens, dass man sagt, jo, ihr zieht jetzt hier aus. So was dürfte es nicht geben. Aber das ist wieder der Unterschied so zwischen, spielst du Softcore, Midcore oder auf einem Hardcore-Server? Wie ernst nimmst du die Sache? Hab ich letztes Mal schon erklärt. Du könntest auf einem Hardcore-Server, ich glaube Sektor zum Beispiel ist einer, ne? Sektor? Du könntest auf einem Hardcore-Server gehen, sagen wir mal jetzt einfach als Kuba. Und Kuba ist der Kuba von dem Vargas damals, du könntest die dickste Hintergrundstory haben mit dem Charakter. Dass du 70 Jahre im Knast warst, Alter, was ich was gemacht hast. Eine richtig schöne Story und du kommst auf den Server und es interessiert keine Sau, was du für eine Story hast. Du gehst in irgendeinem Viertel und da kannst du erzählen, yo, ich bin der Kuba, ich habe 50 Messer in der Hand, ich war so und so viele Jahre im Knast, so, du kriegst trotzdem Brett.
Die scheißen auf dich. Und die scheißen auch auf deine Char-Story. Scheißen auf alles, Mann. Gang-EP ist bitterer Krieg. Nicht nur IC, sondern auch OC. Das ist... Gang-EP ist Transfermarkt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist Transfermarkt. Da löst eine Gang sich auf und dann holt sich eine andere Gang die ran. Vor allem die Guten, die schießen können. Oder die werden OOC angeworfen. Jo, Bruder, wir zocken hier auf den Server, komm hier hin, so brettern und bla bla bla. Nee, das ist wie eine Fußballmannschaft, Alter. Das ist mit Transfermarkt, alles. Komm, du zu uns, boah, wir sind voll krass, wir haben gute Aimer. Wir haben das und das, Junge. Dann gibt's da welche, die reinhacken. Und nebenbei schön Bitcoin-Farm auf ihrem PC haben, Alter, und die Miete von irgendeinem Typen bezahlen. Weil sie in GTA-RP am Hacken sind, die Vollidioten, und checken das nicht mal. Dass ihr kompletter, verfickter Rechner infiziert ist. Wegen so einem scheiß Müllhack, Alter. Glaub mir, wenn man die Leute kennt, Alter, die lachen sich ins Fäustchen im Hintergrund. Aber dass eure verkackten Bankdaten und PayPal-Daten und alles ausgelesen wird, so, das ist egal. Hauptsache in dem Moment kannst du scheppern, Alter. Puh, mir soll's egal sein. Für alle, die jetzt fragen wollen, junges Arsch steht nicht zur Verfügung auf dem Markt. Hacken GTA-P ist mega los. Ja, das ist diese Mentalität. Ja, Bruder, die hacken, also hacken wir auch. Und der Mann, ich habe schon Sachen gesehen, Alter, ohne Witz. Wenn ich das alles reporten würde, so, dann wäre ich jeden Tag im Support, 6 Stunden. Ah, vielleicht nicht jeden Tag. Du kannst die Leute aber davon auch nicht abbringen. Wie war das denn auf Alltag mit den Hackern? Zu dem Zeitpunkt haben schon welche gehackt, aber das war noch nicht so public. Das war noch nicht so. Da gab es mit Sicherheit Vereinzelte, die reingekegelt haben. Aber da war das noch nicht so. Das Gebrettern auf Kampfgekicke nervt mich tierisch auf Unity. Kein Plan, wie das mit den anderen Servern ist. Aber was meinst du mit Gekicke, Solti? So was, was ich mache, so dieses zweideutige, lustige, das Kicken? Aber gegen Gebretter kann man... Ich weiß nicht, ob ich mir widerspreche, Alter. Ich weiß auch nicht immer, was ich sag. Aber das mit den Brettern gehört auch irgendwo dazu. Vielleicht mit ein bisschen mehr Niveau. Aber... Man, es ist ja auch immer noch GTA und es ist ja immer noch ein Spiel, ne? Und man will ja immer noch Spaß haben. Und manche Leute haben halt Spaß daran. Also warum sollte man denen das verbieten? Genau wie es Leute gibt, die Spaß daran haben, einen Polizisten zu bespielen. Oder sich wie ich hier hinzusetzen und Rasen zu mähen, Alter. Weil ich alt bin. Am schlimmsten sind die Gangs, die Bambis beim Arbeiten ausnehmen. Aber das hat auch einen Hintergrund, Schattenwolf. Die Gangs gehen den Zivilisten auf den Sack, wenn die Gangs nichts zu tun haben. Die haben keinen anderen Grund, aufs Erdbefett zu gehen, um die Leute abzufangen und die zu beklauen. Hätten die andere Möglichkeiten, vom System her, an Geld zu kommen, ohne Zivilisten abzufacken und unter sich zu bleiben, würden die Sachen benutzen. Verstehst du? Manchmal macht man halt Konzeptfehler. Da haut man Pistolen, die vorher 2.000 gekostet haben, einfach mal auf 30.000 und überlegt nicht, was das mit sich bringt. Und dann ziehen die Gangs los und ziehen die Zivilisten ab, weil die Waffen auf einmal 30.000 wert sind. Auf Sektor bietet das PD eine Menge RP. Ja, es gibt auf jedem RP-Server eine Menge RP, irgendwo, immer. Ich finde schade, dass es nicht mehr so richtige Drive-Bys gibt. Immer nur dieses Hood-Gestürme. Kannst du auf Rage zum Beispiel vergessen. Müsste man auf Alt-B machen. Müsste sich einbürgern. Ist auch immer systembedingt. Du musst Gangspieler, oder ich zähle mich auch mal einfach dazu, so wie Gangspieler, das ist wie ein großer Kindergarten. Wir müssen beschäftigt werden. Weißt du, so 50% der P, 50% dieses Crime-Ding. Du musst beschäftigt werden, sonst drehen die Leute durch und fangen an, nicht Scheiße zu bauen, aber Sachen zu machen, die vielleicht nicht so cool sind für dein Gegenüber. Sagen wir es so. Was aus allen mit der Grossy passiert? Nix, die zocken unterschiedliche Sachen. Manche zocken noch RP, manche zocken WoW.
Aber wir haben fast alle noch Kontakt. Und hängen immer auf dem gleichen Teamspeak. Rauchst du? Nee, ich rauche nicht. Und ich würde dir auch empfehlen, auch nicht anzufangen zu rauchen. Aber... Oder sie stehen ein paar Stunden im Kreis. Auch dafür gibt's einen Grund, ne? Wenn du Crime RP spielst und so unter deiner Truppe bist und quasi die Macht von einem Server nicht reißen möchtest, wie damals schon zu GTA Live-Zeiten, darf man auch nicht vergessen. Wer war auf GTA Live? Wer waren da die krassesten Motherfucker? So, an allergrößter Stelle war das Schwarzwasser als Repräsentant und dahinter standen Bowlers und Grove. Schon damals gab es das, dass irgendwer die Macht auf dem Server hat. Im RP. Im Crime RP. Das hat sich nie geändert. Mach mal was, das ist ja langweilig, ich sitze nicht nur da. Okay, Mosquito, tut mir leid, Bruder. Tut mir leid, dass ich hier nicht nur sitze und quatsch. Ich mach hier, was ich will, Junge. Was ist mit dir? Was ist, geh mal woanders hin, bitte. Ich glaube, die Oma begleitet dich mal zur Tür, aber für immer und ewig. Danke. Ne, mach mal für immer, Leon. Das ist schon wieder so ein 7B-Typ. Das ist hier kein Klassenzimmer, das ist Real Talk. Aus der LP-Stube. Wer auf Unity das Sagen hat, das ist doch scheißegal. Im Prinzip ist es egal, wer wo das Sagen hat, Alter. Allein wie das schon klingt, so dumm. Voll langweilig hier, schieß mal ein paar Ballers im Kopf, ja, Mann. Für mich war EP zu Ende, als die Spieler für jedes Item den passenden Namen brauchten, und statt wie es damals nicht einfach auszuspielen. Bruder, wir haben damals, was haben wir nochmal gemacht? Wir haben salutiert, Alter, weil wir, ja, okay. Wir haben salutiert, weil wir zeigen wollten, damit wir sind am Telefonieren. Ich sag mal so, es ist schon schöner, wenn du gewisse Animationen und Items hast und so, ne? Das ist echt schon schöner. Und das, da fällt es dir auch leichter, so das auszuspielen. Bin ich ganz ehrlich. Das erinnert mich an einen coolen Clip von jemandem aus der RP-Szene. Der war in so einem Burrito-Stand und hat sich ein Burrito gekauft und hat dann auch ein Burrito als Item bekommen, aber das Objekt in der Hand sah aus wie ein Burger. Oder irgendwie so. Und er sagt so, ey Bruder, ich hab ein Burrito bestellt, das ist ein Burger, Junge. Da merkst du, jo, 6 Sätzen, Alter, hau rein mit dir. Ja, ja. Lass es einfach sein. Theo de Lusti, Alter. Mit Items im Menü finde ich Unity einen der besten Server. Überleg mal, zu Arma-Zeiten gab es sowas gar nicht. Aber in Arma haben die auch nicht wirklich RP gemacht. Also zumindest nicht auf den Servern, auf denen ich unterwegs war. Die haben sich halt normal verhalten, so. Manchmal ist einer mit dem Quad gekommen zum Kavala-Marktplatz, dann gab es Action. Ich fände es schön, wenn eine Gang, die das Sagen hat, auch von den Cops mehr bedrängt werden würde. Das habe ich zum Beispiel nur einmal in meinem Leben erlebt. In meinem RP-Dings. Und das war einfach, ist halt einfach True Story, das war Lynch. So, man wusste so, wenn man dem auf den Sack geht im RP, so, der kommt. Der scheißt auf alles. Der war so der Kurt Cobain des Polizei-RPs. Der kam immer wieder, dem war das egal. Und da hatte man auch diesen Grundrespekt im RP. Ist einfach so. Aber kommt halt auf den Server an. Ne, ist Hardcore, Softcore, Midcore. Oder 5M-Server ist ja auch immer so eine eigene Dings-Thematik da, eigene Dings. 5M kannst du ja voll in eine Tonne kloppen, Alter. Mit Granatwerfer in die Hütte, ne, das nennt es nicht unbedingt, aber diese Autorität. Auch einen Mutz oder einen Albrecht hast du nichts vorgemacht. Oder einem Greif oder so. Oder dem Wickeltuck auf GTA Live. Das sind so die Cops, an die ich mich erinnere. Oder den John Gage, der hier auf Unity auch ist. Die machen das einfach mit so einem Style, Alter, dem machst du nichts vor.
Der Kurt Cobain ist Polizei-APS. Für mich ist Juri, also Kurt Cobain, derjenige damals, der so eingebracht hat in die EP-Szene, dieses ich gehe dahin und ich verliere, ist okay. Aber die brauchen nicht denken, dass ich aufgebe. Ich komme wieder. Und er hat das getan, immer und immer wieder. Ich habe irgendeinen Xbox-Controller, Alter, schon mega alt, den habe ich mir irgendwann geholt. Ich stell dich jetzt so, dass heute passiert was, ja. Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt. Wir sehen uns heute Abend. Hugelu. Ups. Ja, Mann, es gibt noch Trinkpäckchen. Bum 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 bum. Kein 12-Stunden-Stream. Sind Sie verrückt, der Herr? Jo, was geht? Hallo. Nicht traurig sein, ich bin heute Abend wieder da. Immer diese scheiße P-Tox, ich hasse es, Alter. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich mag ich das. Aber ich finde nie die richtigen Wörter dafür. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ihr guckt ja auch alle RP-Streams überall. Jedem. Ihr kennt ja ganz viele unterschiedliche RPler. Wer ist denn online, ey? Gibt's irgendeinen? Ist Willi online? Was ist jetzt schon online, Alter? Macht der Security bis heute Abend? Wow, wie rennen die denn da rum? Die sind ja... Alter. Ja, ich schicke euch zu Willi, der freut sich, Mann. Mo, danke schon für den Resub im 7. mit